Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal. Ich sitze hier gerade wieder um 0:30 Uhr und habe hier gerade den Vortrag, den der liebe Professor Ralf Otterpohl, grüß dich lieber Ralf, vorgetragen hat beim Bernhard Gruber im Waldgarten-Institut. Und der liebe Bernhard hat, weil ich leider nicht die Zeit hatte, die 400 Kilometer nach Österreich rüberzufahren, das dankenswerterweise mitgeschnitten. Und ich habe jetzt mal den Ton ein bisschen versucht für euch so gut zu kriegen, wie es geht, und habe die ganzen Bild-in-Bild-Einblendungen hier stundenlang gemacht, die der Ralf mir per Präsentation rübergeschmissen hat, also die ganzen einzelnen JPEGs eingefügt. Genau, und deswegen wünsche ich euch gleich viel Spaß bei dem wirklich extrem interessanten Vortrag von Professor Ralf Otterpohl, den wir schon mal im Podcast hatten. War auch ein sehr spannendes Gespräch im Permakultur-Podcast. Ja, und ich hoffe, es gefällt euch. Und warum ich hier vorher noch mal was erzähle, ist, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass das ja wirklich nur machbar ist, dank euch da draußen, also dank den ganzen Leuten, die unsere Arbeit hier auf unserem Kanal auch unterstützen, finanziell, ideell und auch in unserem Projekt immer mal wieder aktiv mitarbeiten. Genau, und da möchte ich mich noch mal bedanken. Da haben wir letztens auch noch eine Spende von einem Vereinsmitglied gekriegt oder beziehungsweise von einer Beratung, wo ich war, über 1000 Euro. Hey, verrückt, also ich würde am liebsten mal hier unten die ganzen Spenden aufzählen, die in letzter Zeit so reingekommen sind. Und ja, und da werden wir demnächst auch noch ganz, ganz viele tolle Sachen mitmachen. Und jetzt haben wir gerade noch ein Projekt in Hessen, wo wir von der Genau-Lotterie, also Leute, das ist so cool, wenn wir können dann einfach wieder tolle Projekte machen und ich kann mich hier abends hinsetzen und stundenlang Videos schneiden und fühle mich gut dabei. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Also weiter so, umso mehr Unterstützung ihr uns zukommen lasst, umso mehr tolle Sachen können wir machen. Freut uns natürlich sehr. So, und jetzt ab mit dem Vortrag von Ralf Otterpohl. Also viel Spaß damit. Zur Flächenlandwirtschaft, aber wo man da halt auch mehr Vielfalt schafft, mehr Effizienz, mehr Produktion, höheres Einkommen. Und der Vortrag ist halt regionale Landwirtschaft, eine sichere Zukunft durch profitablen Humusaufbau. Und da ist zum Glück vieles entstanden und wir müssen leider eingestehen, dass der Vorsprung, den wir im Deutschsprachigen hatten vor 80, 100 Jahren, Wissen über Boden, über Kompostierung, die entstehende biodynamische Landwirtschaft, Steinerlandwirtschaft, das war damals schon Weltklasse. Und das wurde dann aber irgendwie so beiseite gedrängt halt durch Agrochemie. Und jetzt kommt es wieder, aber jetzt halt aus Nordamerika meist. Und da ist die regenerative Landwirtschaft jetzt 20 Jahre sehr, sehr erfolgreich. Rettet Tausende, Zehntausende von großen Farmen. Und deshalb ist es halt für uns, jetzt haben wir ein bisschen den Vorsprung, weil es ist in USA jetzt früher passiert, weil die dort halt die Böden oft schon noch kaputter hatten, weil die früher angefangen haben, es brutaler gemacht haben und dann schon die Quittung gekriegt haben. Und da ist halt die Frage, umstellen auf regenerativ oder Insolvenz. Und die Regionen, wo regenerativ ist, da ist Wohlstand. Weil das Einkommen steigt durch geringere Ausgaben zum einen, aber auch dadurch, dass nach einer Übergangsphase, also man kann relativ schnell gleichen Stand erreichen bei geringeren Kosten. Und mir geht es nicht mehr um die guten Bio- und die bösen Agrochemiker. Habe ich früher so gesehen, als ich mich noch nicht auskannte. Und ich spreche jetzt durchaus auch mit Leuten aus der Agrochemie, weil die Agrochemie könnte auch umstellen, um halt regenerative Landwirtschaft auf eine Art zu unterstützen, dass die Spurenelemente alle da sind. Aber es muss halt einen schnellen Ausstieg geben aus dem wasserlöslichen Stickstoff. Das ist die Pest und gleichzeitig das teuerste überhaupt, was man auf den Acker bringt. Ne? Riesiger Energieverbrauch ist jetzt immens teuer geworden und macht den Boden kaputt, macht die Nahrung.
schlecht. Und das werde ich alles ein bisschen genauer erklären. Und ich habe einen Vortrag, der ist praxisorientiert, aber geht über die ganzen Grundprinzipien. Und das macht leider fast niemand. Die meisten bringen dann Details hier, Details da. Und bei den Details ist das Gemeine, es funktioniert da, wenn man den Boden hat, die Wetterbedingungen hat. Und es funktioniert da, aber anders. Und deshalb ist es halt mir wichtig, die Grundprinzipien zu machen, weil die stimmen überall in der Welt, egal wo man ist. Ich mache jetzt auch, ich unterrichte auch jetzt in Universität Kinshasa im Kongo, komplett tropisch. Ich kann da die gleichen Sachen erzählen, natürlich mit ein paar anderen Beispielen, aber das ist einfach die Natur, wie wir mit der Natur gut zusammenarbeiten können. Ja, ich möchte erstmal kurz vorstellen, was ich mache. Ich bin Leiter des Instituts für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz und habe da mich, also ich bin tatsächlich Wasserwirtschaftler und habe mich jetzt über die letzten fast 30 Jahre damit beschäftigt, wie kann man die Nährstoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen, ne, und wie kann man die halt aus dem Abwasser zurückgewinnen. Und die Kurzfassung ist, es geht nicht mehr, wenn man alles vermischt mit dem Kanalnetz packt. Und ich habe etliche Projekte gemacht und eins sogar damals schon von meinem Ingenieurbüro in Lübeck, da an der Ostsee, in Linz. Das war da mit den Stadtbetrieben Linz, oder wie heißen die? Linz AG. Linz AG, Linz AG, ne? Linz AG, genau. Ja. Und die haben damals Interesse gehabt, die Nährstoffe zurückzugewinnen. Und dann haben wir dort wirklich im Wohnungsneubau, das waren glaube ich 80, 90 Wohnungen, mit denen zusammen Urin-Trenntoiletten eingebaut, Urinnutzung und so weiter. Und haben, das war schon, hat schon funktioniert auch, aber das Problem war, wir hatten alle nicht daran gedacht, dass in der Gegend komplett der Zuckerrübenanbau ist. Und die dürfen da nichts anderes auftun, als was der Zuckerindustrie halt da, was? Ich hätte gerne das Gefühl, der Hobby. Ah! Das Werkzeug darf nicht verloren gehen. Ja, und dann war halt durch den Zuckerrübenanbau durften die nicht mit diesem Urin düngen und dann hatten wir keine Abnehmer. Und die Urin-Trenntoiletten waren damals auch noch nicht so gut, dass die nicht funktionierten. Also es war kein sonderlicher Erfolg. Ich habe auch andere Projekte gebaut, die dann auch erfolgreich waren, jetzt noch sind. Und jetzt wird es ein ganz groß gebaut, jetzt Helsingborg für 2000 Leute, Trennung von Toilettenabwasser und dem restlichen Abwasser und auch Hamburg und in Holland einige, in China. Und ich war einer von ganz wenigen Pionieren, die das angeschoben haben. Und sehr schön, dass das jetzt läuft. Nur ich habe jetzt gemerkt, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, was wir machen, wenn wir die Böden nicht wiederbeleben und eine andere Art von Landwirtschaft hinkriegen, gibt es keine gute Zukunft. Dann wird es hier ein Wüstenplanet, es gibt kein Essen mehr, Klima kommt komplett aus den Fugen, weil der Wasserkreislauf zusammenbricht. Das erleben wir in vielen Teilen der Welt. Ich schicke aber gleich voraus, ich bin Optimist geworden, weil ich sehe so viel Bewegung jetzt, auch in der Landwirtschaft. So viele sind tatsächlich jetzt, die sich auf den Weg machen, viele Stellen um. Wir sind halt im Deutschsprachigen ein bisschen hinten dran. Schweiz ist ein bisschen voraus, Süddeutschland auch ein bisschen. Norddeutschland und Österreich sind so ein bisschen später dran jetzt mit regenerativ. Und das ist aber jetzt das Gute, dass man da halt die Erfahrung schon mitnehmen kann, die halt gemacht wurden. Im Institut habe ich nach wie vor diese innovativen Abwassersysteme, das ist ressourcenorientierte Sanitärsysteme. Ich habe dann aber noch eine Abteilung aufgemacht, ländliche Entwicklung, die ich selber nochmal zusätzlich leite. Ich leite das Gesamtinstitut auch. Dann haben wir auch Bioressourcenmanagement, das ist Ina Körner und die macht das europäische Kompostnetzwerk zum Beispiel. Und dann haben wir noch eine kleine Gruppe Umweltverordnung. Und wenn man das sucht, gibt es eigentlich nicht. Also ich fiel das irgendwann mal ein, wir brauchen einen Namen für das Projekt, ne? So ein
er jetzt. Und es war dann halt neue Abteilung da. Ja, das ist so Institut. Und das ist halt letztlich hier das, wo ich angefangen habe. Ich habe da zwei, drei Folien dazu, um das Prinzip nochmal zu erklären. Das ist eigentlich sehr naheliegend. Wasser und Nahrung kommt von außen in die Stadt. Es steht Abwasser und Abfall. Und anstatt jetzt die Gewässer zu belasten, sollte man eigentlich die Nährstoffe zurückgewinnen. Weil da sind sehr viele Nährstoffe drin, die endlich sind. Sehr viele der Spurenelemente sind in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren aus, wenn die wissenschaftlichen Zahlen stimmen. Zum Beispiel so etwas Banales wie Zink. Ja, wenn es keinen Zink mehr gibt als Spurenelement, wird es schwierig, auch in der Landwirtschaft. Und deshalb, die sollten zurückgewonnen werden. Und da ist halt, wie macht man das, man kann es zurückgeben. Und da, was halt meine frühe Erkenntnis war, ich habe mathematische Modelle gemacht, da habe ich gesehen, da geht alles gar nicht auf, was in den normalen Systemen läuft. Und dann habe ich halt gesehen, okay, das ist halt hier Urinfels, das ist ganz, ganz wenig im Vergleich zu dem ganzen Wasser, was wir verbrauchen. Macht keinen Sinn, das zu vermischen. Und wir haben allein im Urin den allergrößten Teil aller Nährstoffe. Ja. Fast 90% des Stickstoffs. Und wer sich ein bisschen mit Kläranlagen auskennt, die Kläranlage wird dadurch, einfach nur, dass Stickstoff drin ist, doppelt so groß und statt Energie zu exportieren, was sie könnte oder früher auch gemacht hat, braucht sie jetzt eine Menge Energie. Macht gar keinen Sinn. Und insofern ist es halt sinnvoll, da andere Systeme anzusetzen, aber da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Das ist das neueste, größte Projekt der Welt, was quasi so meinen Arbeiten folgt. Also das ist halt, dauert manchmal so ein bisschen. Also das ist jetzt so kaum 25 Jahre, nachdem ich das gemacht habe, jetzt kommen langsam große Projekte. Und das hat mir halt auch gezeigt, dass auch diese Umwandlung des Meeres zu Permakultur, Agroforst geht, regenerative Landwirtschaft. Diese gesellschaftlichen Prozesse sind sehr langsam. Und wenn man da vorangeht, dann ist man ungeduldig. Ne? Man denkt, warum machen wir das nicht mehr? Aber wir haben ja vorhin gesehen, jetzt hier nebenan, plötzlich stehen da Bäume auf dem Acker, auf dem großen Acker. Und na, so Schritt für Schritt. Ne? Also viele Leute sehen das und dann passiert was. Wie gesagt, ich bin optimistisch. Was? Wo ist das Projekt? Das ist Helsingborg in Schweden. Wer mit der Fähre da schon mal? Helsingør, Helsingborg. Beides sehr schöne Städte, lohnt sich da zu sein. Und wenn man mit der Fähre reinfährt, kommt man in diesen Hafen. Und ich war ja jetzt im Sommer, und dann letzten Sommer, und bin dann da auch mal abgefahren, mal rein, habe die Leute angesprochen, ja, Abwassersystem, Vakuumtoiletten und so, genau, funktioniert. Und aber irgendwie ein tolles Gefühl, ne, zu sehen, das war meine Idee ursprünglich. Ja, und was wir jetzt machen mit ländlicher Entwicklung, ist halt, dass wir gucken, wie können wir Böden verbessern, im Sinne, dass da mehr Humus ist. Und ich habe jetzt 5 Leute, die Vollzeit Forschung machen zu Bodenaufbau. Und das Thema macht fast niemand. Also biologische Bodenverbesserung so macht fast niemand, weil die ganze Branche ist auf Chemie eingeschossen. Und das ist halt etwas, wo Cornell University in den USA, die machen auch sehr viel so mit Bodenbiologie, Bodenaufbau. Das sind so ein bisschen auch unsere Partner, wo wir gucken, was haben die für Geräte, was machen wir. Und ich kann aber sagen, es geht eigentlich alles relativ einfach. Man braucht da jetzt keine Hightech-Sachen. Und wir haben so einen Infiltrationsversuch gemacht und biologische Kompostuntersuchung, Aggregatsstabilität, also die sich mit Boden auskennen. Aggregat ist im Grunde das, was so das zusammengeklebte Bodenkrümelchen ist, was dann eine eigene Struktur hat, was nicht vom Wasser verschlemmt und wegschwimmt. Ich habe jetzt ein ziemliches Gewitter erlebt, als ich im Burgenland war und ich war geschockt, wie überall die Äcker wegfließen. Das kenne ich von Deutschland so nicht, muss ich gestehen. Aber es hängt auch am Boden zusammen, hier sehr lebiger Boden und so, der leicht verhärtet und verdichtet, ist auch schwer, aber das darf nicht sein. Also das ist irgendwie was die Zukunft dann weggeht. Ja, und dann Bodenpilze im Labor und so weiter. Lustigerweise haben wir das aktuell beste Preisanbausystem der Welt entwickelt. Ja.
eigentlich hier kein Angeber, aber das ist halt einfach ein guter Zufall gewesen. Ich habe einen Doktoranden, der jetzt bei mir promoviert hat, aus Kaschmir. Er hat bei mir studiert, Umwelt. Wir haben ganz viele internationale Studierende, was sehr spannend ist. Umweltingenieurwesen, Environmental Engineering, Wasser- und Umwelt, Ingenieurwesen, Bio-Verfahrenstechnik und so. Und zum Teil tolle Leute dabei. Und der war halt fertig im Studium und dann fragt er mich, ich will Forschungsarbeit machen, ob ich irgendwie was hätte. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist so das größte Problem in deinem Land? Kaschmir, Norden von Indien. Und er sagte, ja, den Reisbauern wird jetzt verboten, Reis anzubauen, ne, weil er zu viel Wasser verbraucht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, kennst du Trockenreis? Hatte er noch nie von gehört. Ich kannte das von vor 20 Jahren aus Indonesien. Habe einen der Mitentwickler da auch kennengelernt. Und habe ich ihm gesagt, komm hier, guck dir das an. SRI, System of Rice Identification, gibt es in anderen Teilen der Welt schon sehr viele, aber das kam da noch nicht rüber. Und dann habe ich ihm die Aufgabe gestellt, so, dein Forschungsthema, das so verbessern, dass das richtig gut anwendbar wird. Ne, ein Trockenreisanbau, weiterer Abstand, Reis für den Busch. In Österreich gibt es ja auch ein bisschen Reisanbau, kann man gut machen. Und wenn man nicht mehr fluten muss, ist es noch viel einfacher. Und es braucht halt ja, diesen größeren Abstand, damit die Wurzel auch richtig stark wird, richtig reingeht. Also Reis, aber das geht auch für Roggen und so, kann wirklich sehr tief wurzeln, damit viel Boden verbessern. Und man kriegt letztlich mehr Ertrag, weil diese ganz dicht bei dicht, die sind alle so, man braucht mehr Saatgut und so, und vieles macht keinen Sinn. Und dann dieser Trockenreisanbau, das ist halt statt so dicht bei dicht, stehen die halt 30 auf 30. Und dann wächst aber halt auch da das Unkraut gern. Und das war das Problem bisher. Und deshalb kam das nicht so richtig weiter, weil das sehr viel Arbeitsaufwand. Und das sind halt vielfach kleine Familienbetriebe und die müssen kämpfen, dass sie überhaupt überleben. Die haben nicht die Zeit, da irgendwie alle paar Tage hacken zu gehen. Und dann hat der Taxiv, der das gemacht hat, diese Doktorarbeit, Dr. Taxiv Shah, der hat dann in Kaschmir mit Kleinbauern die Versuche gemacht und hat dann irgendwann gedacht, Mensch, wir setzen da jetzt ohne Waffen. Stickstofflieferanten, dachten wir. Und dann hat er seine Arbeiten gemacht, das lief gut. Also, wir haben den höchsten Ertrag, also auch höher als SRI, das schon zwei Weltrekorde hat. Also, Trockenreis ist deutlich erfolgreicher. Reis verbraucht übrigens 40% der Weltwasserressourcen. Wenn man das jetzt senken kann, auf, man kann es auf fast die Hälfte, also nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte senkt, wir können mit so einem System ungefähr 20% der Weltwasserressourcen einsparen. Dass das jemanden interessiert, wundert mich heute nicht mehr, weil wir müssen als Menschen selber uns schlau machen. Es sorgt keiner dafür, dass es gut weitergeht. Es sorgt nur jeder dafür, dass die viel Geschäft machen, noch mehr Geschäft machen. Und das ist oft nicht das, was das Beste ist für die Menschheit. Manchmal ja. Und ja, und dann hat er halt die Auswertung gemacht, wie viel Arbeit ist das, und dann kam der absolute Knaller, der durch die Buschbohne, die relativ schnell wächst, dichte Blätter hat, war Schatten auf dem Boden, und der Unterwuchs gar nicht mehr hoch. Und es war fast kein Geld mehr nötig. Und man hat eine Zusatzfrucht, wenn man das Timing richtig hinkriegt, und ja, geniales System. Wir haben Glückwünsche gekriegt aus Cornell und Holland und so weiter. Also die Leute, die sich auskennen, die haben gesehen, was das für ein Hammer ist. Aber es ist irgendwie, wir haben kein Werbebudget und so. Ne? Jetzt versuchen wir halt irgendwie so ein bisschen über YouTube-Videos und so, aber es ist bisher leider noch nicht so richtig in die Breite gegangen. Wenn sich jemand berufen fühlt, gerne da auch eine Kampagne starten. Weil das wäre wirklich eine der Sachen, die die Welt braucht. Ne? Weil die Kleinbauern, die sind unheimlich unter Druck. Und die verdienen durch sowas wieder mehr, weil sie halt einfach weniger Saatgut brauchen, mehr Ertrag haben, eine Zusatzfrucht haben, nicht mehr so viel Wasser da brauchen. Und in Kaschmir ist jetzt halt auch das Argument, dass die jetzt dann kein Reis anbauen sollen, ist jetzt weg, weil das braucht nicht mehr als Getreide. Und ist es egal, welche Buschbohnen, also generell Buschbohnen?
Was er für Spezies genau genommen hat, er hat natürlich dort in Kaschmir die genommen, die da sind, aber wir haben bei uns im Labor haben wir auch angebaut mit normalen Buschbohnen, die man so im Saatgutehandel kriegt. Ich weiß aber nicht, ob es da ist. Also so viel können wir dann auch nicht machen, dass wir da noch alles mögliche untersuchen. Ja. Wer Dr. Vandana Shiva eine Ansprechpartnerin? Ja. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe sogar Zugang zu dir. Stimmt, hier ist nichts mehr gratis. Ich gebe es mal rüber. Ich hätte schon ein großes Netzwerk, glaube ich. Ihr habt ein großes Netzwerk. Nee, ich gebe das mal rüber. Aha, ja. Der Sattgurum hat dabei was mit Safe Soil, vielleicht würde den sowas auch interessieren. Ja, also das sind alles, ja, das sind so diese berühmten Leute, an denen man schlecht rankommt, aber bei Nana Shiva habe ich tatsächlich einen direkten Zugang. Das ist, ja, das ist eine gute Idee. Du sagtest Humisal. Humisal hast du gesagt. Nein, lass uns mal weitermachen. Ich will es nicht zu lang machen, damit wir auch Zeit für Diskussion haben. Aber ist ein tolles Thema, dann ist der Jäger-Roboter, der hätten auch viel Geld für die Forschung gekriegt, wenn wir umgestiegen wären, statt jetzt irgendwie mechanisch ein Herbizid zu spritzen. Dass wir das dann nicht machten, gab es kein Geld. Und zum Glück hat der Dr. Mann, der auch aus Indien ist, obwohl er keine reiche Familie hat und hier seine Ersparnisse dann dafür verbrauchen musste, hat er das trotzdem weitergemacht. Das ist toll. Ja, und dann haben wir ein schönes Aquakultursystem. Also hier in der Gegend ist ja zum Teil Vernässung, da kann man dann schön, statt jetzt immer die Nässe wegzubringen, kann man Teichsysteme machen. Und wir haben da Forschung zu gemacht und es ist halt Proteinproduktivität pro Fläche verschiedener Tierhaltungssysteme. Und da ist halt Rind, Schaffleisch, ne, nicht sonderlich hoch. Und Schwein ist höher, Geflügel höher, Eier, Milch und dann Kombination Wasserlinsen, Graskarpfen. Gigantisch hohe Proteinproduktivität. Graskarpfen ist einer der Fische, die komplett vegetarisch leben können. Und die leben halt rein von Schwimmpflanzen. Und man kann Azolla mit reinsetzen, was Azolla vorhin auch angesprochen hat. Das ist halt ein Stickstoffbinder auch, bringt Stickstoff ins System. Und solche Systeme sind klasse. Die Wasserreinigung macht man natürlich dann mit Gemüsekulturen und so, ne? Weil dann die Spüle wird dafür verbraucht. Ja, ist alles verfügbar. Wenige Leute machen es, aber ich kenne jemanden in Baden-Württemberg, der hat das jetzt gemacht und es ist kommerziell erfolgreich ungefähr vom ersten Jahr an. Macht keinen Riesenmaßstab, aber er verdient da gleich schon ordentliches Geld. Und die Graskarpfen, die sinken halt im Winter einfach ab, fressen dann nichts. Und wenn man welche ernten will für Weihnachtsgeschäft oder so, dann sollte man einfach welche rausziehen. Kühlschrank ist mit dabei. Wie groß ist die Teichfläche, was der arbeitet? Bitte? Wissen Sie, wie groß die Teichfläche dort ist, mit der der arbeitet? Das ist nicht super groß, das sind irgendwie ein paar hundert Quadratmeter. Also kleiner Maßstab. Man kann es auch noch kleiner machen. Und es ist natürlich schön, wenn man es integriert, dass man eh Gemüseanbau hat. Und dann hat man Wasserspeicher, dann holt man halt, wenn es trocken ist, holt man mehr raus. Und die Gülle rein, also es geht im Kleinen auch. Es gibt aber auch sehr, sehr große Systeme, aber eher in Ostasien dann, die dann mit Tilapia das machen. Ne? Gut, dann, ja, ich habe halt dann für mich gesehen, okay, die Leute gehen alle vom Land weg, das kann nicht sein. Wir brauchen mehr Menschen auf dem Land, dass wir ordentlich wirtschaften können und dass Menschen überhaupt da sind, die dort gut wirtschaften. Und da habe ich dann halt das Buch Das neue Dorf geschrieben, habe ich dabei. Jetzt Neuauflage, ist ein ziemlicher Renner geworden. Und es gibt zum Beispiel in der Schweiz etliche Gruppen, neues Dorfgruppen, die jetzt da sich regelmäßig treffen, zum Teil jetzt schon Land kaufen und auch sowas aufbauen. Und die Prinzipidee ist lokale Produktion in vielen Kleinbetrieben, wo niemand mehr isst, mit mindestens 150 bis 200 Leuten anfangen, damit es nicht gleich wieder zerläuft. Also wenn da nur
10, 20 Leute sind, dann gibt es keine Schule. Wenn jemand Kinder kriegt, sind die wieder weg und so. Das ist halt, habe ich zu oft beobachtet. Und dass man das halt so aufbaut, indem man halt dann das so groß plant, dass man halt da auch Dienstleistungen hat. Schule ist da, Altenpflege ist da, Heilberufe. Und das ist auch einfach spannend, dass man genug interessante Leute findet. Wenn ich da Jahre mit 20 Leuten da zusammenhängen würde, wie das einige Gemeinschaften machen, dann würde ich wahnsinnig werden. Ja, und dann Federung, Bodenzerstörung ist Klimazerstörung. Damit wissen wir auch, wie wir aus der Nummer rauskommen. Humus, Grundlage des Lebens auf der Erde. Und dann viele gute Wege in der Landwirtschaft. Es gibt klare Prinzipien, aber die Anpassung am Standort auf die Frucht, auf das, was weiß ich, die Bodenverhältnisse und so weiter, ist eine hohe Kunst. Wahrscheinlich der komplexeste Beruf der Welt. Das meine ich ernst. Das ist halt, weil man kann es nicht alles vorausplanen, weil es ist so unwägbar. Man muss vieles im Blick haben und bei regenerativer Landwirtschaft muss man die Natur sehen, beobachten, den Boden beobachten, sehen, was mit den Pflanzen ist, wenn die Blätter jetzt so ein bisschen gelb werden oder orange werden, sollte man wissen, was man macht. Ja, und dann die Bodenzerstörung, das sind die beiden Pfade, die wir haben. Verwüstete Erde, ne? Das ist halt... was immer noch vieles in die Richtung geht leider. Und grüne Erde, Bodenregeneration und dann gibt es Wasser und Nahrung in Fülle. Selbst wenn es 20 Milliarden Menschen werden sollten, kein Problem, ist genug da für alle. Ja, das kann man ganz leicht belegen. Wir füttern heute ungefähr 70 Milliarden Menschen umgerechnet mit Tierfutter, ne? für Rind und Schwein und Geflügel. Also dieses ganze Gerede über zu viele Menschen ist eine perverse Darstellung von Menschen, die ja, Faschisten sind. Also wenn man sagt, andere müssen weg, dann meint man, ich bin besser, die anderen müssen weg, das sind zu viele. Ja, und das ist etwas, was nicht geht aus meiner Sicht. Man muss Menschen ermutigen, was aufzubauen, wir brauchen Kinder, die mitmachen und so weiter. Und wenn sich jetzt schon Menschen umbringen, was tatsächlich passiert, weil man ihnen reinredet, ihr müsst jetzt das Klima retten, dann ist das schon ziemlich weit gekommen in Richtung von Wahnsinn. Ne? Und der Mensch hat schon zwischen 1950 und 1990 ein Drittel aller fruchtbaren Böden stark degradiert oder zerstört. Das ist der UN Millennium Ecosystem Report von 2005. Gibt leider keine so richtig besseren Zahlen, aber ich zeige gleich nochmal, was es gibt und es ist dann ermutigend. Und zerstörte Wasserkreisläufe erzeugen massiven Klimawandel, wie man im Nahen Osten sehen kann. Ne? Das ist auch, das war mal grün, als es nicht mehr grün war, war es Wüste und Steppe. Tags brutal heiß, nachts brutal kalt und das ist wirklich das, was halt erzeugt wird, wenn man die Böden zerstört. Und es ist irgendwie doch ein bisschen dramatischer als jetzt irgendwie ein Grad mehr oder zwei Grad mehr oder so. Und ja, ohne Wasser geht gar nichts. Und mit der Erosion habe ich vorhin geschimpft, ist aber bei mir auch so. Also, wo ich mein Stück Land habe, da ist auch Erosion da. Das, was hier wegfloss, hatte ich zum Teil bei mir auf dem Gelände, inklusive der Gründüngungssaat. Und das Wasser, was da stand, bei mir stand das irgendwie 30 cm hoch, 5 cm blieb als Schlamm. Ja, also da fließt wirklich der fruchtbare Teil des Bodens weg, Jahr für Jahr, bei jedem Gewitter. Es war zwar 100 mm in 1, das gibt es nicht so oft, aber das trotzdem, das muss ein guter Boden, kann das wegschlucken, ne? Auch 150. Ja, und jetzt... Mal der Windrad links. Ja, das ist nur, als Witz. Ja, und jetzt zu den guten Nachrichten. Wie gesagt, ich bin Optimist geworden, weil ich mich gut auskenne. Und eine der guten Nachrichten, diese guten Nachrichten kriegt man nicht mit, nur wenn man wirklich sucht. Und das ist das Löss-Plateau im so Norden, mittlerer Norden von China. Und das gilt als die Wiege der chinesischen Kultur.
ziemlich unwahrscheinlich, dass da eine große Kultur entstand. Es war aber damals grün und fruchtbar. Und dann haben die halt, ja, sind so Bevölkerung gewachsen und die haben immer mehr gepflügt und gepflügt, immer mehr angebaut und aber nicht gewusst, wie man den Boden erhält. Und dann floss der Boden weg, wie wir das ja auch jetzt gerade gesehen haben. Und es entstand der gelbe Fluss, ne? Vom Löss und das Plateau. Und dieses Volk, was da lebte, die Han-Chinesen, sind kriegerisch. Also als sie dann nichts mehr zu essen hatten, haben die ihre Schwerter geschliffen und sechs andere Länder überfallen, den Menschen die Hälse durchgeschnitten, denen das fruchtbare Land weggenommen, so wie es in der Geschichte immer wieder passiert ist. Die Römer haben es ähnlich gemacht und dann wir Europäer in, Südamerika, Nordamerika, das ist eine furchtbare Geschichte. Und sehr oft hat es damit zu tun, eigenes Land kaputt, wo gehen wir jetzt hin? Ne? Und das ist halt auch was irre ist. Und jetzt hat aber hier sogar die chinesische Regierung sogar mit Kleinbauern zusammen ein Programm gemacht, hat denen gesagt, okay, wenn ihr jetzt hier mitarbeitet, dieses Land wieder herzustellen, wir zeigen euch, wie es geht, und dann könnt ihr dieses Land dann nutzen auf Dauer. Und da haben sie sich mit viel Mühe dann doch überzeugt mitzumachen. Und hat man ganz, ganz viel so Mulden gebaut, Dämme, Millionen von Bäumen gepflanzt. Ohne Bäume geht es nicht. Bäume sind der wichtigste Teil, wenn man kaputte Gegenden wieder herstellt, weil es sonst nicht regnet. Und dann war das nach 10 Jahren von der gleichen Stelle fotografiert. Sah das so aus. Und das ist doch mal ein Erfolg, oder? Ja. Mir ist bei dem Projekt nicht klar, auch die Zukunft, was drüber gesehen, wie fangen die an, die ganzen Bäume, wo sie haben, was dort, wie geht das, wie startet man so? Das muss Hand in Hand gehen. Also woher haben die das Wasser hergeholt? Da regnet es schon ab und zu. Nur wenn der Regen sofort weg ist, in der Trockenzeit nichts mehr da. Ne? Der Grundwasser füllt sich nicht auf und so weiter. Und dann haben die halt diese Mulden gebaut und Terrassen gebaut. Und wenn es dann regnet, bleibt es in der Terrasse. Da ist dann Wasser stehen, da bildet sich wieder Grundwasser. Es gibt ein paar Wasserspeicher auch, das würden wir dann als Kultur für Fisch- und Schwimmpflanze machen. Ne? Das ist halt, das war die Ursprungsidee, was für Äthiopien entwickelt eigentlich. Weil wenn man schon so einen Speicher macht, dann sollte man das mehrfach nutzen. Jedes Teil muss mehrere Nutzungen haben, sonst hat man schon was falsch gemacht. Das heißt, die haben zuerst ihre Terrassen und Mulden gemacht, dann haben sie gewartet, bis es mal geregnet hat und dann haben die erst gepflanzt. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, genau. Also man fängt halt wirklich an, das Land so zu gestalten, dass das Wasser nicht mehr läuft. Und man muss allerdings sagen, so diese Terrassenbau, das wird sehr viel propagiert, auch in der Permakultur. Man muss sehen, dass in fast allen Gegenden es viel besser ist, regenerative Landwirtschaft zu machen, damit der Boden selber wie ein Schwamm wird, da brauche ich keine Mulden mehr bauen. Manche bauen wie gescheuert Mulden und das kann auch nachteilig sein. Ja, und sie dann halt so gepflanzt, also im Slope, dann eigentlich so Hydrogen heißt das bei uns, was halt Wasser schon mitbringt und dann wieder Wasser speichert. Die Bäume wurzeln da relativ, also wenn sie eh nichts haben, dann wurzeln sie relativ schnell runter, dass sie die versorgt sind. Ja, also sowas kann man sagen. Aber eigentlich auch in die Wüste im Sand, da kommt das einige große, die Boden und Wurzeln der Erde haben. Ja. Es gibt ein Buch über Bodendegradation von Bürster, David Montgomery, kennen Sie wahrscheinlich? Genau, ja. Unglaublich spannend. Ja. Nee, Montgomery habe ich gleich auch noch drin und der hat tatsächlich, was ich eingangs sagte, dass da jetzt in Nordamerika, da geht es um Wohlstand. Und der hat festgestellt, das ist da, wo regenerative Landwirtschaft ist. Nur die armen, kaputten Gegenden, das ist da, wo die jetzt agrochemisch da wo die Wand gefahren sind. Und ja, das ist dann der Nachteil, wenn ich die ganze Zeit Löcher mache, weil du gesagt hast, das ist nachteilig? Ja, die haben meistens hier Terrassen gemacht. Ne? Das Energieeinsatz. Energieeinsatz. Das haben die von Hand gemacht. Weil das sind Kleinbauern, die brauchen keine riesen Flächen. Ne? Das ist halt einfach klar, wenn die halt hinterher ein paar hundert Quadratmeter pro Familie haben, kommen die da zurecht. Ne?
Und das ist halt einfach das, was da passiert ist. Aber wer Boden umgrabt und die Bodenschichten vermischt, kann ja nachteilig sein, oder? Das ist gar nichts. Das muss man alles aufbauen. Aber das ist keine schlechte Basis. Ja. Zumindest der dort. Gut, dann die neuesten Zahlen zum Zustand der Böden in der Welt. Und das ist jetzt eine Überraschung für mich gewesen. Ich habe eine Masterarbeit rausgegeben. Das ist eines der schönen Sachen an der Uni. Wenn man irgendein Thema hat, dann macht man eine Masterarbeit. Bachelorarbeit lohnt meist nicht, weil man noch so wenig Ahnung. Das ist dann viel Betreuungsaufwand, kommt auf nicht viel raus. Und der Student war erst verzweifelt, weil er so wenig kann. Also das wichtigste Thema auf der physischen Ebene für unser Überleben wird fast nicht beforscht. Und dann hat er aber trotzdem nach einer Weile, also nach dem ersten Gespräch, dachte ich, oh Mist, was habe ich jetzt schon für ein Thema gegeben? Da kann der gar nichts draus machen. Aber dann beim nächsten Mal war er viel fröhlicher und dann mir gezeigt, was er gefunden hat. Und das war hier der GLADIS Report, Global Land Degradation Information System von 2011 immerhin. Und das sind recht gute Zahlen und es zeigt halt hier grün moderate Verbesserung. Sub-Sahara-Afrika, Hopsala. Warum ist denn das nicht überall auf den Titelseiten? Zwei Leute hauptsächlich. Einer heißt Savalago und hatte von seinem Großvater gehört. Also der war in Burkina Faso und hatte von seinem Großvater gelernt, wenn immer da ein Baum Sämling irgendwo hochkommt, machst du eine kleine Mulde und machst ein bisschen Ziegenbund dran. Und wenn es dann regnet, da regnet es auch, ne? 200 mm oder sowas. Durch diese Mulde läuft das alles dann an diesen Sämling, kann da mit dem Ziegenjungen zusammen versickern und das nähren. Und dann kann sich ein Baum entwickeln. Muss natürlich auch vor Biss schützen für eine Weile. Dann. Und das fing er dann an. Und dann lachten ihn aus. Als dann seine Bäume da Schatten gaben und sein Gemüse richtig gut wuchs und der mehr Ertrag hatte, dann haben das viele gemacht. Und er ist dann auch so ein Moped da durch die ganze Gegend gefahren, auch in verschiedenen Ländern, Mali und so weiter, nach Ballern, und hat das verbreitet. Und das ist wie ein Lauffeuer rumgegangen. Und der andere ist Tony Rinaldo, ein Australier, der da in Entwicklungshilfe war. Und der hatte dann vom Projekt her Bäume gepflanzt. Und die Bäume starben halt alle ab, ne, wie das üblich ist. Diese ganzen Programme, Riesenprogramme, Bäume pflanzen, meistens stirbt alles ab, weil es ist nicht so gemacht, dass da irgendwie Menschen sich drum kümmern. Da wird einfach ganz schnell viel Geld verausgabt, das muss dann auch ganz viel auf einmal sein und meistens führt das zu nichts, außer Kickbacks und Betrug und so weiter. Und ich selber mit der Welthungerhilfe erlebt, da haben wir auch ein Projekt gemacht in Westafrika und habe jetzt gedacht, okay, da ist jetzt Geld für ein Projekt. Und es war aber interessant, weil bevor das Projekt noch anfing, hatten die schon Defizit. Und Welthungerhilfe in Westafrika insgesamt war komplett im Defizit, weil das ist so korrupt, das wird nur rausgenommen. Und diese großen Organisationen, man sollte kleine Organisationen fördern, wo man die Leute kennt. Und das ist halt da wirklich was, wo man was bewegen kann. Ja, der Tony Rinaldo hat halt gesehen, wird die Bäume, diese Pflanzen sterben, sind auch teuer und so weiter. Und hat dann irgendwann beim durch die Gegend fahren, fiel ihm dann auf, okay, das sind ja eigentlich überall so, sieht wie Büsche aus, hat dann genauer geguckt, hat gesehen, das waren die Bäume, die abgekloppt worden waren, für Feuerholz oder so. Und die waren verbuscht, ne? Was sehr viele Bäume ja machen. Und dann hat er gedacht, Moment mal, Messer genommen, zack, 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 alle Triebe abgeschnitten bis auf zwei, vor Verbiss geschützt. Und wenn man sowas macht, die macht es inzwischen auch, die wachsen brutal schnell. Ne? Also so einen verbuschten Baum da hochzubringen, das ist irgendwie wie Turbowachstum, weil die ganze Wurzelmasse da ist. Und dann hat er da ruckzuck ganz viele Bäume gehabt. Und auch das, ne, das kann man eben schnell beibringen. Und die beiden haben halt die Entwicklung dort massiv verändert, ist heute vom Satellitenbild aus sofort zu sehen ist. Dann gibt es halt
auch interessant, Südamerika, ne? Man hört immer die schlechten Nachrichten, geht alles kaputt, der Regenwald geht kaputt. Die Realität, das ist aber wirklich der Forschungsstand hier, das ist nicht irgendwas. Im größten Teil des von ganz Brasilien ist leichte Verbesserung. Das heißt nicht, da ist alles gut, es gibt auch noch was schlecht läuft und so weiter. Aber warum kriegt man immer nur die schlechten Nachrichten, die man natürlich auch findet, wenn man da hingeht? Dann Australien, Verbesserung dort, wer weiß, wie es da kam. Biodynamische Landwirtschaft. Es gab da vor 20, 25 Jahren eine Sendung, damals halt saßen alle vorm Fernseher, abends auf dem Land, gab es dann eine Sendung für Bauern. Und die haben, alle Bauern saßen vor dieser Sendung. Ne? Das war also 1:1, hat man alle erreicht. Und da hat jemand einen Film gemacht über einen Vergleich von einem, von so einer riesen Ranch. Die haben ja da tausende von Hektar. Und bei dem einen stand das Gras gut. Da war es grün und viele Tiere. Und die Nachbarfläche war verdörrt und kaputt. Und dann haben die einen guten Film gemacht, wo die gezeigt haben, richtig mit dem Spatenbein gezeigt, hier ist mit dem Boden los, was ist da los. Und dann wurde halt klar, okay, da wo es grün war, das war halt Biodynamic. Ne? Also Demeter heißt es nur in Deutsch, das ist halt im Englischen biodynamisch. Und durch diese Sendung ist es wie ein Lauffeuer durch ganz Australien. Man hat heute mit ganz weitem Abstand die allergrößte Bio-Anbaufläche, Demeter-Anbaufläche und das ist großartig. Und das dürfte zum erheblichen Teil die Verantwortung sein. Kannst du sagen, wer von den Herstellern das für Schweine würde es gerne sehen? Das habe ich jetzt selber nicht. Das ist so jetzt einfach, was ich im Laufe der Zeit gelernt habe. Findet man aber wahrscheinlich relativ schnell raus. Biodynamic, Australia, das hat man schnell. Ja, ist ein Buch den Tompkin von Tompkin. Ja, das war aber nach dem Buch, glaube ich. Okay. Da war es noch nicht drin, jetzt mit diesem riesen Erfolg. Aber die haben wahrscheinlich da auch mit die Sache in Gang gebracht. Ein tolles Buch. Bird Tompkins, die Geheimnisse der gesunden Böden. Und das ist ein Buch, was wirklich Mut macht, weil man halt auch sieht, was alles Tolles passiert ist. Genau, das sind die gleichen Leute, die weltberühmt wurden mit der geheimen Sprache der Pflanzen. Ist heute leider alles nicht mehr bekannt, das ist unglaublich. So was geht alles verloren, weil Leute nur noch im Internet gucken. Nach. Ja, dann ist halt hier Nordamerika. Auch in vielen Gegenden leichte Verbesserungen. Und die Nordamerika war Weltmeister im Boden zerstören. Bis vor kurzem. Das ist so vor 20 Jahren, da hat regenerative Landwirtschaft da um sich gegriffen. Und das hat jetzt halt auch schon da eine deutliche Veränderung gemacht. Oha. Oha. Bist doch die tollen Umweltschützer, oder? Ich glaube, das sind inzwischen die größeren Ökologisten. Also, die Klappe weit aufreißen, machen eben Schwachsinn, wo Milliarden Märkte mit aufgemacht werden. Und es wird langsam peinlich, das ist irgendwie, dass ich solche Irren da früher auch mal gewählt habe. Da ist es mir heute sehr peinlich. Aber damals waren da auch mal Leute bei, die was Ordentliches zumindest gewollt haben, nicht mal erreicht, aber das, was da alles passiert ist. Naja, jetzt haben wir die praxisfreien Experten, die dann so Systeme entwickeln. Ja, genau. Ja, also ich meine, so als Kinderbuchautor, da kann man schon auch was. Und die andere kann gleich gar nichts. Du kannst eine exotische Sprache lernen und deine Herkunft verleugnen. Ja, das ist absolut. Niedergang. Ne? Das heißt, wir müssen es selber machen, also da kann man überhaupt nicht aufbauen. Könnte man früher wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht ist es gut, dass uns das jetzt so klar wird. Lokal organisieren, die Dinge, die lokal zu regeln sind, lokal mit Gemeinderat,
mit dem Bezirk machen und so und die Leute schulen und dann aber auch sagen, warum verhindern die dies und das? Weil das kann man lokal, kann man das transparent machen. Da kennt man die Leute und wer macht das? Wer fördert jetzt regenerative Landwirtschaft? Ne? Und dem muss man den Rücken stärken, weil die kriegen Druck gemacht. Ne? Ja, also Europa hat einiges nachzuholen und es ist aber auch sehr, sehr viel auf dem Weg. Ne? So, dann Humusgrundlage für das Leben der Erde. Humuszerstörung geht am einfachsten, indem man große Mengen Ammonium oder Nitratdünger aufbringt. Und das ist halt der Handelsdünger. Kunstdünger ist kein gutes Wort, weil das ist eigentlich Quatsch, aber es ist halt. Die Handelsdünger sind NPK normalerweise, Stickstoff ist bei Kalium. Und jetzt sollte man nicht auf allem rumhacken, sondern auf dem Stickstoff. Weil Phosphor fehlt manchmal, Kalium fehlt auch manchmal. Und da ist halt einfach jetzt die Stickstoffproduktion mit diesem verdammten Haber-Bosch-Verfahren, den man die ganzen Bomben gemacht hat, ist der Absatz für Bomben weggehen, hat man es in die Landwirtschaft gedrückt und es ist tatsächlich nach 14 Jahren. Das ist wirklich so gelaufen. Und geschickter Schachzug der Marketingleute. Und das kann nur gehen, wenn man keine Politik hat, die mitdenkt und aufpasst, dass die Menschen da halt nicht unter die Räder kommen. Und da ist halt die Stickstoffproduktion völlig aus dem Ruder. Und die Effizienz ist absurd. 1960 im Getreideanbau immerhin noch 80% Stickstoffeffizienz. Also von dem Stickstoff, den man auf den Acker geschmissen hat, ist immerhin 80% genutzt gewesen. 2000, 30%. 2005 weltweit 17%. Jetzt muss man eigentlich sagen, dass der deutschsprachige Raum macht es nicht ganz so schlimm. Also wir liegen, glaube ich, eher bei 20-25%, weil viele machen Fruchtwechsel, es gibt mehr, die Untersaaten machen und ich sehe schon auch die Verbesserungen, die so gemacht werden. Es ist zu wenig, zu spät, man müsste mehr machen, aber immerhin, es ist schon was, wo halt auch ein bisschen was gemacht wird. EU-Cross-Compliance, da wird jetzt auch ein bisschen Nachweis verlangt, dass Humus aufgebaut wird. Das ist halt schon, ich meine, es gibt Leute, die sich ernsthaft bemühen, aber das ist halt, die sind so in der Minderzahl und das ist halt einfach die harte Realität hier. Ne? Und jetzt ist ja BASF, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das weiß kaum jemand, BASF verlässt Europa, größter Industriebetrieb Europas, macht 40.000 Produkte. Und da sind sicherlich viele Sachen dabei, die wir gar nicht toll finden, aber wenn die jetzt weggehen, nach China natürlich, werden wir uns umgucken. Weil wir werden jetzt Entwicklungsland. Entwicklungsland Deutschland. Und das, ich glaube, wir kriegen es hin. Ne? Not macht erfinderisch und das wird vielleicht auch so ein Anstoß sein, jetzt einfach was Vernünftiges zu machen. Und beim Stickstoff sagen wir einfach, okay, könnte behalten, brauchen wir die nicht mehr. Schäle ich nur das Bodenleben. So, und jetzt Professor Wilhelm Albrecht, einer der größten Bodenforscher aller Zeiten, University of Missouri, die auch sehr viel gemacht haben für gute Landwirtschaft, auch heute noch tun. Also Missouri ist auch gut dabei, also es gibt ein paar. In Wien, in Bochum, da sind auch ein paar ganz gute Leute. Nur eine Handvoll, aber da drauf zu gehen. Die jungen Kollegen ansprechen, auch in den Hochschulen, in den Regionen. Gebt denen Aufgaben für Masterarbeiten oder so. Ne? Wie kann man Bodenaufbau machen? Verhinderung der Erosion. Lasst die nicht alleine mit dem, dass die nur irgendwie Agrochemie-Marketing machen, oft ohne es zu wissen. Ich meine, die glauben einfach auch daran. Oft, ne? Und wenn man da halt die Nachfrage schafft, dann ist es halt gut. Ja, und der hat halt, der hat wirklich durchgeblickt, der hat die gesamte Thematik untersucht, was so Landwirtschaft, Ernährung ist. Und der hat 1940 Folgendes gesagt. Und hier wieder NPK, der Stickstoff aus Kalium. NPK-Formeln, wie sie von den Landwirtschaftsministerien der Staaten vorgeschrieben und durchgesetzt werden,
bedeuten Unterernährung, Befall durch Insekten, Bakterien und Pilze, Unkrautbefall, Ernteverluste bei Trockenheit und allgemeiner Verlust an geistiger Schärfe in der Bevölkerung, was zu degenerativen Krankheiten und einem frühen Tod führt. Ja, haben wir heute. Haben sie geschafft. Und leider ist auch das ein sehr, sehr gutes Geschäft. Ne? Also es ist halt, im Zusatzmarkt ist es viel größer als jetzt mit dem Stickstoff. Und ist, ja, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ne? Und dann gibt es noch irre Kosten durch Stickstoffausgasungen, die Ammoniak-Feinstpartikel, die Gesundheitskosten in den USA für den US-Agrarexport, Gesundheitskosten, die Schäden nur durch diese Feinpartikel aus Ammoniak, aus der Landwirtschaft, 36 Milliarden Dollar pro Jahr. Nettowert der US-Agrarexporte 23 Milliarden. Nur allein die Lungenkrankheiten machen mehr Verlust volkswirtschaftlich, als sie verdienen. Es ist nur bizarr. Ja, und das ist halt hier einfach nicht akzeptabel, diese hohen Verluste. Und als Wasserwirtschaftler muss ich sagen, gerade hier diese Nitratwerte sind überhaupt nicht tolerierbar. Und das noch nebenbei, wer einen eigenen Brunnen hat und einfach gucken will, wie gut ist das. Die Analysen sind sehr teuer, aber Nitratwert geht sehr einfach. Da gibt es sogar so Stäbchentests und so. Wenn Nitrat hoch ist, dann weiß man schon, das ist Agrarwasser. Und da hat man nicht nur das Nitrat drin, sondern eine ganze Palette von Agrochemikalien, die zum großen Teil wasserlöslich sind und mit dem Wasser laufen. Da braucht man dann gar nicht mehr weiter gucken. Ja. Was ist der Grenzwert? Also im Trinkwasser ist es 50 Milligramm pro Liter, was sehr, sehr hoch ist. Und da muss man einmal gucken. Es gibt Nitrat N, was wir im Abwasser analysieren. Und bei Wasserversorgung machen die Nitrat. Und das ist ein Faktor 4 dazwischen. Da ist so ein bisschen Werte. Muss man halt gucken, was das Labor da misst, wie die das dann ausgeben. Aber es sollte ganz wenige Milligramm sein, und wenn das jetzt schon 20, 30 sind, dann sollte man das Wasser ohne Behandlung nicht mehr nutzen. Und die Behandlung bei Pestiziden und so weiter heißt leider dann Reverse Osmose, da kannst du nicht viel anderes machen. Gut, ist aber auch greifbar. Also ne, die Geräte, die man kauft, sind relativ teuer, man kriegt gute Reverse Osmose, so Selbstbausysteme, 500 Euro oder so, und die machen genug für die Familie. Ne? Gut, Thema Müll überspringe ich mal und komme dann zu Pflanzeninteraktion mit dem Boden. Was für uns der Darm ist, ist halt für die Pflanze das so außenrum. Und da ist halt einfach wichtig, dass im Boden halt diese ganzen Bodenorganismen da sind, weil sonst funktioniert das Verdauungssystem nicht. Die Pflanze macht die ganze Photosynthese zu mindestens der Hälfte, wahrscheinlich mehr, einfach nur um das Bodenleben zu füttern. Und wenn man das richtige Bodenleben hat, gibt das Bodenleben so viel zurück, dass die Pflanze richtig gesund ist, nährstoffdicht ist, ne, weil da kommen viele Spurenelemente, einfach nur Zucker geben, und dafür kriegt man jede Menge, das ist eigentlich ein guter Deal. Wenn man die Mykorrhizen hat, wenn man die ganzen Bodenpilze hat. Und wenn man jetzt so einen bakteriendominanten Boden hat, dann produziert die Pflanze das ganze Zucker. Die Bakterien sagen, lecker und süß. Und das bringt nichts. Also es gibt ein paar Bakterien, die auch da symbiotisch sind, aber sehr viele fressen dann auch weg. Und dann hat man da, die Produktion ist zur Hälfte schon mal verschenkt. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, das Bodenleben anzureichern. Ja. Das heißt, es wird bei uns das Mikrobiom im Darm so quasi das. Genau, das entspricht dem, was wir als Mikrobiom im Darm haben, was ja extrem wichtig ist für das Immunsystem, für ob der Stoffwechsel gut ist und so weiter. Und es sind natürlich andere Bakterien, es gibt auch ähnliche, es ist durchaus so, da gibt es auch einige Analogien.
Und ja, das ist halt einfach, es gibt eine Zahl, die ziemlich verblüffend ist. Das ist also tatsächlich, wenn ich jetzt mal so einen Meter Baumwurzel nehme, wenn der die passende Mykorrhiza hat, die sind sehr spezifisch. Und zwar gibt es Mykorrhizen, wie viel waren es? Ich glaube, die Wissenschaft sagt heute so, die Mykorrhiza-Experten sagen 80, 90. Und Dr. Elaine Ingham, die eigentlich aktuell beste Bodenbiologin der Welt, die sagte, glaube ich, das sind 10 bis 20.000. Also deshalb wirklich dafür sorgen, dass man guten Boden, guten Kompost, dass man das pflegt, austauscht, dass man diese Vielfalt anreichert. Da ist immer irgendwo das Richtige dabei. Und ein Meter Baumwurzel mit der passenden Mykorrhiza macht bis zu 1000 Meter Myzel. Also das ist ein Turbo-Effekt, den man sich so gar nicht vorstellen kann. Und das Schöne dabei ist, dass halt einfach die Mykorrhizen, die einfach die liefern auf Bestellung. Also das ist wirklich so ein à la carte System. Der Baum sagt, hier, ich brauche die und die Spurenelemente. Okay, Zucker her, hole ich euch. Ne? An der Trockenheit, wenn es so brutal trocken ist, wir hatten in Norddeutschland vor 2 Jahren 4 Monate gar kein Regen, null. Und warum steht es da grün? Warum stehen da noch Bäume? Warum sind die nicht alle tot? Das ist, weil Mykorrhiza da ist und die gehen tief runter und liefern Wasser. Ne? Der Baum sagt hier Wasser, Wasser, Wasser und dann kommt Wasser hin. Und bei den toten Böden, wie bei irgendwie malträtierten Forsten, wo die Harvester durchfahren, der Boden kaputt ist, da stirbt es alles ab und auch Klimawandel. So, und dann dieses Bodenleben wird halt durch Pflügen und durch Biozidanwendung geschädigt. Leider pflügen auch weiterhin viele Biobetriebe. Also deshalb bin ich nicht mehr so die guten Bio und die anderen sind immer böse, sondern es muss einen guten Weg für alle finden. So, ne? Aber die Biozide, die sich überhaupt nicht abbauen, sind nicht akzeptabel. Und jetzt gibt es halt den Dr. Jürgen Berkin, der vor 2 Jahren verstarb. Kennst du den eigentlich auch, den Jürgen? Ja. Toller Nutzpflanzenvielfaltsforscher, war in der DDR und hatte ein Bodenexperiment gemacht, so, wo man sieht, was die Pflanze so gern hat. Also einen Pott. Und auf der einen Seite von diesem Pott halt zum agrochemischen Boden, wie es besser nicht geht, mit NPK, Mineraldünger, allen Spurenelementen optimal. Und dann auf der anderen Seite halt ein Boden mit viel Humus, ein bisschen Steinmehl, ohne die Mineraldünger. Und dann kann man halt beobachten, sehr genau, was sie tun. Und es ist schlau, da auf die zu hören. Weil ich will doch Ertrag haben. Ne? Ich will nicht eine Pflanze, die schwächelt oder die halt einfach dann auch Nährstoffdichte hat, die halt einfach nur, weil jemand misst, nicht auffällt. Wir wissen aber jetzt, wie man es misst, nämlich mit Bricks, da komme ich auch dazu. Ja, was mache ich? Weinbau, Öchsel, Bricks vom Blattsaft, wenn das hoch ist, ist das gute Nahrung. Also wir können jetzt gucken, in jedem Laden können wir gucken, wie gut ist der Boden, von dem wir jetzt angebaut haben. Und es ist einfach, also das ist ein Gerät, das kostet 100 Euro, da kann man immer so ein bisschen Blattsaft drauf träufeln. Dann kann man im Laden schon sagen, was habt ihr denn hier, das ist ja, kündigt den mal, das geht nicht. Aber es ist nicht, Bio ist hoch und andere sind niedrig. Bio ist oft auch recht schlecht. Wenn die weiter pflügen, dann können die auf keinen grünen Zweig kommen, das ist auch keine besonders gute Nahrung. Demeter ist meistens noch was besser, weil die immer auch das Tier mit drin haben, die Biologie aufbauen, diese Präparate auch irgendwo wirken. Ja, dann habe ich hier ein bisschen was von Adrian Rubi, der ist in der Schweiz, macht da schon relativ lange regenerativ. Und bei meinen Veranstaltungen in der Schweiz, wo ich relativ viele gebe, da ist er oft bei meinen Veranstaltungen auch mit als Referent. Hat einen Hof von 60, 70 Hektar in der Nähe von Luzern. Und bei dem letzten Vortrag, das war jetzt im letzten September, letztes Jahr September, in der Nähe von Basel,
Er hört sich meinen Vortrag an und dann fängt er seinen Vortrag an. Und als erstes sagte er, das, was ich jetzt gebracht habe und was er jetzt bringen wird, ist genau gleich. Er ist als Bauer draufgekommen, ja, hat das alles in der Praxis gemacht, festgestellt, so und so geht das. Und ich komme eher von der Theorie. Ich mache auch was Praxis, aber ich komme eher von der Theorie. Wir sind exakt zu den gleichen Dingen gekommen, weil wenn man das beobachtet, wenn man die Natur versteht, ist das logisch. Ne? Und deshalb, das, was ich bringe, das ist halt die Grundlage und da hat man halt einfach ein gutes Grundwissen, wo man einordnen kann. Ist das jetzt stimmig? Passt das? Wie arbeitet das System zusammen? Und der hat hier einige interessante Sachen gemacht. Ich überspringe das mal, die Folien wird wieder auch kriegen. Und es sind sehr viele Spurenelemente nötig, wahrscheinlich über 80. Da kann man halt diese Basalt- oder Granitsteine wieder einbringen, Spurenmineralienmischungen und so weiter. Und wie gesagt, wenn das Bodenleben richtig dreht, wird alles überall geholt. Ne? Also es gibt eine alte, gute Forschung, Allgegenwart der Elemente. Und es zeigt, dass in jedem Böden, Boden, Sandboden, sonst was, eigentlich alles in Spuren irgendwo drinnen ist. Und wenn man die Bodenpilze hat, ich glaube, das ist ein Glauben, das ist kein Wissen, ich glaube, dass die Bodenpilze letztlich es schaffen, aus jedem blöden Gestein noch irgendwas rauszuholen, diese Spurenelemente zu aktivieren, die man sonst nicht kriegt. Nur dahin zu kommen, sonst mal aufhalten. Die Leguminosen sind nur dann Leguminos, wenn ich Molybdän habe. Wenn ich jetzt kein Molybdän im Boden habe, dann geht es gar nicht erst los. Ja. Deshalb setze ich das erstmal zu. Und das wäre so eine Rolle, die auch so eine Agrochemie haben könnte. Die dann vernünftig beraten, sagen, das und das fehlt. Und dann machen sie nicht mehr so viel Umsatz, aber sie können auch da ein ordentliches Geschäft machen, aber halt mit was, wo sie abends mal in den Spiegel gucken können. Ja. Einer der ganz wichtigen Leute ist halt der John Kempf. Der hat halt die Pflanzengesundheitspyramide gemacht. Die Leute, die halt so auch recherchieren, man sollte unbedingt die englischsprachigen Sachen sich mal reinziehen. Das ist halt manchmal ein bisschen so eine Hürde, das weiß ich wohl. Aber das ist halt einfach, die sind recht viel weiter inzwischen. Die haben so viele verschiedene Sachen. Permakultur ist ein ganz großer Teil in Englisch. Aber es gibt halt in Deutsch inzwischen auch sehr vieles. Das ist so unser Glück, dass wir auch ein großer Sprachraum sind. Ne? Deshalb findet man da auch viel. Dafür können hier viele nicht so richtig Englisch. Ne? In Holland können die alle gut Englisch, das ist gar kein Problem. Die gucken da alle. Ne? In der Schweiz ist schwierig, weil die lernen dann halt erst Französisch und Italienisch und können dann auch oft kein Englisch. Und der John Kemp ist klasse, der hat diese Gruppe Advancing Eco Agriculture. Und er ist halt dahin gekommen, dass es so eine, ja, so eine, quasi so eine Hierarchie gibt. Komplette Photosynthese. Sollte man ja sagen, das sollte man schon mal schaffen, oder? Wenn wir Pflanzen anbauen, dann sollte man sich schon mal in die Lage versetzen, eine komplette Photosynthese zu machen. Braucht man Magnesium, Eisen, Mangan und dann Stickstoff. Das heißt nicht löslichen Stickstoff, ne? Wir wollen organischen Stickstoff haben im Boden und Phosphor. Diese Elemente fehlen häufig schon. Kann mal jemand tippen oder will ich das? Dann eine komplette Proteinsynthese. Was halt einfach für die Pflanzengesundheit auch sehr wichtig ist. Magnesium, Schwefel, auch dafür Molybdän und Bohr. Die Hälfte aller Welt Agrarböden hat Bohrmangel. Komisch. Ich habe massiven Bohrüberschuss. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich weiß nicht, wenn mir da jemand einen Tipp geben kann, ich würde es nicht. Ja. Borax war lange ein sehr verbreitetes Medikament. Ja, das war, hat man nicht als Bauer, hat man viel mehr gescheitert. Ist nichts, wo man Geld mit verdienen kann, weil das kostet pro Kilo so gut wie gar nichts. Und Medizin, die nichts kostet, ist nichts.
Ja, genau. Ja, das war auch ein gutes Holzschutzmittel. Darf man jetzt auch nicht mehr. Wäscht allerdings ab. Also man kann es nur da einsetzen, wo man. Ich habe das jetzt, ich habe ein Vollholzhaus gebaut. Ich habe unter den Dachziegeln habe ich Bobax drauf gemacht, ne, um halt auch da Metall zu vermitteln. Aber wie gesagt, in den Böden gibt es sehr oft. Und wenn man jetzt eine super Bodenbiologie hat, dann holt sich das irgendwo. Ne? Die Mykorrhizen tief runter, weit weg und so weiter. Da ist auch die Vielfalt gut, wenn wir jetzt halt hier so einen Waldgarten oder Agroforst haben. Die Bäume können auch tief runter. Die holen da Sachen raus und durch das Blatt geht es runter und so weiter. Und da ist auch die Vielfalt sinnvoll. Ja, und dann die Biologie kommt dann danach. Ich habe mal so ein paar von den Sachen übersetzen lassen, das ist dann in den Folien drin. Ich hole mir meine Spurenelemente vom Strand. Wenn ich an die Ostsee fahre, dann hole ich mir Seegras. Gibt es Massen. Und ein Kollege, der Michael Schöneberg, Professor an der Uni Hochschule Wismar, sein Institut ist auf der Insel Pöhl, das ist eine richtig tolle Ostseeinsel, mal neidisch. Und der macht auch tolle Sachen, landwirtschaftliche Verfahrenstechnik. Das ist auch einer von denen, die wirklich für die Menschen arbeiten. Wir haben viel Untersuchungen gemacht, Seegras, was in Massen anfällt. Also man fährt es immer mit Treckern weg, damit die Touristen schön schwimmen können. Da. Sonst fängt der ganze Strand an zu stinken irgendwann. Und hat dann geguckt, wie kann man das verwenden für die Landwirtschaft. Und ging super, war wirklich klasse, um die Böden zu verbessern und so weiter. Und dann war der Bohrwert höher als erlaubt. Obwohl die Böden da massiven Bohrmangel haben, durfte das dann nicht ausgebracht werden. Und ich sage, ich rate Bauern in meinen Vorträgen schon öffentlich, wer solche Regelungen macht, ignoriert die einfach, aber verabredet euch vorher. Sagt alle so, ab jetzt machen wir das alle, wir machen alle eine Selbstanzeige, alle gleichzeitig und sagen, wir machen das jetzt. Wenn wir immer noch runterducken und völligen Irrsinn mitmachen, dann sind wir irgendwann auf den Knien und können nur noch irgendwelche die Füße küssen. Aber ich kann das. Ich hole mir jetzt da auch mal gerne Seegras mit. Ne? Da kommt da so diese Säcke da, ne? Und dann riecht es im Auto ziemlich komisch. Gibt es ein Pendant zur Limnologie, zur Süßwasser, Botanik? Leider nicht, weil okay. Im Meer hat man natürlich die ganzen Spurenelemente drin. Ja. Ostsee ist ja nicht so salzig, aber immerhin. Und ja gut, von der Nordsee, da Nordsee ist bei uns immer, wir fahren da nicht so oft hin, da ist auch, da schwemmt nicht so viel an. Und beim Wattenmeer hat man da den ganzen Schlamm. Also Ostsee bietet sich an, das sieht man überall. Wird auch als Baustoff, Dämmstoff eingesetzt, Bauplatten kann man mitmachen und sowas, ganz interessant. Gut, speichert das Seegras nicht auch die ganzen Giftstoffe und Schwermetalle, die wir im... Die Pflanzen nicht so sehr. Also diese Problematik mit so Giftstoffen, Mikroschadstoffen, das ist die Nahrungskette. Mhm. Und das Zeug ist am Anfang der Nahrungskette. Ne? Da ist keine Gefahr. Deshalb kann man halt so Makroalgen auch gut essen. Ne? Während Fisch, der schon Fisch gegessen hat, da, dann ist da so einiges aufkonzentriert. Mhm. Ja. Soweit sonst alles klar? Ja. Gut. Ja, Salz wäre noch das Thema. Salz ist auch eine Möglichkeit. Ja, das Salz auf dem Meergras praktisch. Also für mich ist Salz in gewissem Maße auf dem Acker gut. Also ich würde sogar mal ab und zu ein bisschen salzen. Aber ich das ist durchaus ernst gemeint. Pfeffer. Nur der hier wächst. Und das sind halt einfach die im Salz, im guten Salz und die ganzen Spuren in den Mitteln. Und da habe ich noch eine Aufgabe, wo mir auch mal jemand auf die Sprünge helfen sollte. Ich war in Gmunden jetzt vor zwei, drei Jahren auch zum Vortrag und habe mir jemand erzählt, dass die bei der Salzförderung, lösen das auf und wird es hochgepumpt. Und der sagte, die würden das irgendwie nochmal fällen, damit die ganzen Spurenelemente irgendwie wegbleiben.
achtet da drauf. Also auch wenn da gesagt wird, das ist hier Natursalz, das wird zum Teil irgendwie behandelt, dass das nichts mehr taugt. Und da halt einfach auch mal Analyse machen oder wer testen kann, einfach mal testen, tut mir das wirklich gut. Und für Salz nochmal der Tipp für Ernährung. Wir sollten Salz eigentlich, dass es nicht wird, dass wir nicht einschlafen. Das wird noch. Also da ist halt ein gutes Salz natürlich, ne? Und die gibt es, aber man muss wirklich gucken, wo wird das wirklich ordentlich hergestellt. Also Luisenhalle. Luisenhalle Salz? Kann ich jetzt nicht sagen, aus dem Fall, ich habe mein Gelände ist im Wendland da, 100 Kilometer von Hamburg die Elbe hoch und da fahren manche Leute nach Gorleben und und da kann man über einen Zaun springen und solche riesigen Salzflocken darüber bringen. Salz genug für lange Zeit. Nee, das ist gutes Salz. Leuchtet das danach? Das leuchtet ist da unten drin. Und da ist halt die Sache, wir haben viel zu viel Natriumchlorid im Salz eigentlich. Das ist uns gar nicht so zuträglich. Wird im Boden ausgewaschen, wenn man genug Regen hat. Also bei Trockenheit sollte man Salz da sehr vorsichtig sein. Aber also in trockenen Regionen. Und fürs eigene Salz, man kauft sich Kaliumchlorid relativ billig. Und dann, wenn man Salz wieder auffüllt, ein Drittel bis die Hälfte Kaliumchlorid mit reintun. Und das schmeckt dann noch halbwegs, also ganz rein schmeckt das ziemlich doof, das Kaliumchlorid, aber es ist viel besser. Ja, weil das Kaliumpumpe, das im Körper macht es viel aus, das Kalium, es fehlt uns eigentlich, wir brauchen Mengen. Das ist nochmal so ein Tipp am Rande. Gut, so jetzt kommen ein paar Folien von einem der Helden dieser Frage, das ist Dr. David Johnson aus USA, University of New Mexico, ja, New Mexico State University. Und er hat jetzt wirklich da den Vogel abgeschossen, weil er wirklich jetzt Zusammenhänge aufgestellt hat, die fast niemand klar waren. Und als ich das jetzt rumsprach, es war wirklich so eine Sensation, dass wir uns gegenseitig angerufen haben, hier hast du das schon gehört, hier wahnsinnig weiß und boah. Also, Folien aus seinem Vortrag. Und er erklärt, ich zeige noch mal ein paar Folien, um seinen Gedankengang hier rüber zu nehmen. Die produktivsten Ökosysteme im Meer, die Algen, Sumpf, Marschland, Regenwald, Tropen, gemäßigter Wald, ja, 2 Kilogramm Trockenmasse pro Quadratmeter im Jahr, kriegt man so hin. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wo liegt denn jetzt unsere moderne Landwirtschaft? Das Ganze mit Industrie und Düngerfabriken und all den Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden und all dem, sollte doch was können. Das ist leider nicht der Fall. Also das bringt es nicht mal. Es ist so jämmerlich, dass man eigentlich sagen muss, warum macht die das überhaupt? Und jetzt ist leider die Biolandwirtschaft so schlecht und träge und ja, einfach nicht innovationsfreudig, dass sie genauso schlecht sind in der Regel. Manchmal noch schlechter und das auch akzeptieren. Und wenn man jetzt regenerative Landwirtschaft betreibt, das gilt alles auch für Gartenbau, ne? Übertragen. Im Gartenbau geht es noch leichter, da kann ich leichter Humus aufbauen in kleinen Flächen. Und wenn man jetzt regenerativ wirtschaftet, wohin kommt man? Das wäre jetzt ein Übergangsbereich. Wenn man so halbwegs alles im Griff hat, die Bodenbiologie angereichert hat und so, dann kommt man auch auf ungefähr 2000. Das heißt nicht Frucht so viel, sondern halt Biomasse gesamt. Ne? Aber das, was man gesamt produziert, ist auch eine Wurzelmasse, die dann Humus aufbaut zum Beispiel. Und wenn man alle Register zieht,
Wie gesagt, nach der Johnson kommt man sogar auf 4000. Und das sind Ergebnisse von Versuchen. Der arbeitet auch mit Landwirtschaft, der macht auch Topversuche, der macht aber auch mit großen Landwirtschaftsbetrieben auf vielen Hektar Anwendung. Und ja, wenn man das jetzt schnell macht, da kommt halt sehr viel Kohlenstoff in den Boden. Und Johnson sagt ja, man kann locker kompensieren, was so der Mensch ausstößt, weil das halt politisch gerade so gehypt ist. Es droht bei globaler Anwendung CO2-Verknappung. Ich verstehe die Grafik ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Also was heißt denn das jetzt dabei, Sumpf und Marsch? Also was diese blauen Vergrößerung, wenn man das ein bisschen erklärt. Nee, das geht hier weiter, weil es sind viele Tausend, das würde bis hier gehen. Ich habe nur die Grafik hier abgeschnitten. Das gehört eigentlich nicht dahin, sondern hier. Jetzt ist nur der, also das sind, wenn man alle... Also das gehört auch maximal Landwirtschaft, weil es bei Sumpf und Marsch ist. Ja, ja, genau. Also es gehört nicht hier hin, sondern hier hinter eigentlich. Ne? Ach so. Also es ist doppelt so viel. Ich wollte den Maßstab nicht nochmal verändern. Ne? Auf jeden Fall, man kann sehr, sehr viel erreichen. Und wenn man genauso viel erreicht wie tropischer Regenwald, ist man schon ziemlich gut. Und das ist jetzt der Johnson, der ist Molekularbiologe und der hat jetzt genau geguckt, was komischerweise sonst wohl niemand so groß gemacht hat. Und hat jetzt geschaut, was ist entscheidend dafür, dass man viel Wachstum der Pflanze hat. Eigentlich eine naheliegende Fragestellung. Dass man da so wenig drüber hört, ist unverständlich, weil Ertrag, diese roten Balken, Stickstoff als Nitrat, also die wasserlösliche Form, wie im NPK zum Beispiel, das ist manchmal Nitrat, manchmal Ammonium, würde beides gelten. Und hohe Erträge, Nitrat null. Das Lösliche. Ne? Da ist schon Stickstoff, aber halt aus dem Boden leben. Phosphor. Ganz viel Phosphor, miserable Erträge. Kalium. Viel Kalium. Ertrag mittelmäßig. Auch organische Masse, kein besser zusammenkommen. Und das ist jetzt, was ich eben sagte, diese Sensation, wo wir da rumtelefoniert haben und da. Das ist nämlich, wo er dann rausfand, wo es dran liegt. Und ich wäre nie drauf gekommen. Und ich will jetzt auch nicht groß die Folter spannen. Es ist das Verhältnis von Bodenpilzen zu Bodenbakterien. Mit einer irre hohen Korrelation, was es in Landwirtschaftsversuchen so wie nie gibt. Und da hoher Ertrag bei dem hohen Verhältnis. Das heißt nicht beliebig hoch, sondern es muss halt einfach passen an die Frucht. Und das ist einfach so weitreichend, weil jetzt wissen wir, wie wir dafür sorgen können, dass die Dinge nicht wachsen. Ja? Und das war vorher kaum jemand klar. Man weiß man ja, der Kompost, da müssen Bodenpilze drin sein. Aber gerade bei der Kompostierung war ein großes Problem, was auch immer noch da ist. Und das ist halt etwas, was jetzt erkannt ist, weil die haben dann Kompostierungsversuche gemacht. Und da halt erstmal noch die Folie zu den Grundlagen hier. Pflanzensukzession mit dem Verhältnis von Bodenpilzen zu Bodenbakterien. Und die meisten Ackerböden heute haben ein Verhältnis von 0,01 bis 0,1. Damit sind diese Böden ideal für Unkraut. Da haben wir eigentlich mal was gekonnt, oder? Wenn man ja ganz viel verkauft, das ist genial. Und wenn man das jetzt ansteigen lässt, 1 zu 1, dann passt das für diese Getreide und sowas. Ne? Aber 1 zu 1, nicht 0,1 oder so. Und dann geht es natürlich jetzt hier Richtung Büschen und Bäumen immer höher. Das weiß man, im Wald ist einfach pilzdominant. Im Wald funktioniert es zum Teil noch, das sind aber auch noch gute, gesunde Wälder, weil da fällt so viel Holz rum und die Pilze fressen halt Holz.
Und wenn nur noch Holz da ist, hat man immer auch genug Pilze. Wie sieht es da im Weinbau aus? Bei was? Im Weinbau. Ja, Weinbau wäre hier so 2 zu 1 zu 5 zu 1. Das ist jetzt noch nicht so hoch wie bei höheren Mischen. Das ist aber hier was einfach erreichbar ist. Ne? Und wie man es erreicht, ist eigentlich ganz gut. Und das ist nämlich, die haben einen speziellen Komposter entwickelt, wo man halt diese Anreicherung macht. Und das ist halt der Johnson Zoo-Kompost, den wir jetzt überall sehen. Wir arbeiten viel mit Landwirtschaft zusammen, Gartenbaubetriebe. Überall stehen wir jetzt, sehen wir diese Johnson Zoo-Kompost an. Die gucken schon viel auf Englisch und haben dann das auch da gebaut. Es gibt aber noch bessere Wege, das zeige ich gleich auch noch. Aber das ist schon mal ziemlich genial. Wir haben ja in der Kompostierung so 2 Lager, die irgendwie sich sehr schön die Köpfe einschlagen. Also wenn wir jetzt beiden Lager so eine Keule geben, wird natürlich aufeinander losgehen wahrscheinlich. Die einen, der Kompost muss immer gewendet werden und so und immer aerob sein. Und die anderen sagen, ja, ein bisschen verdichten, aber niemals wenden. Und alle haben sie ihre Erfolge, muss man sagen. Und jetzt haben die auch gemacht, was genau dazwischen ist. Das ist nämlich, wir halten es immer schön Eier hoch, aber wir wenden trotzdem nicht. Das ist halt dieser Johnson Zoo No Turn. Und die belüften halt über diese Rohre. Ja, dass man halt in den Kompost rein so gelochte Rohre macht, alle 25 cm. Die kann man hinterher auch ziehen, ja, die mal zu früh gezogen, dann fällt das alles wieder zusammen, hat eine Menge Arbeit. Und außen halt hier so eine Hülle drum, die aber luftdurchlässig ist, dass da auch Sauerstoff reinkommt. Dann setze ich das auf mit dem Material, was viel Holz, Häcksel und so beinhaltet. Die müssen aber feucht sein, also auch trockenes Holz ist da brutal, weil das bringt nichts, dass da wenig Pilze drin sind. Und wenn, dann einweichen oder so. Ne? Der Kompost muss natürlich diese 70% Feuchte haben und deshalb Nacht drüber, wenn es zu viel regnet, und bewässern, wenn es zu wenig ist. Und dann kann man dort eine große Vielfalt erreichen. Und das hat er gemessen. Er hat jetzt halt die Spezies. Er kann 740 Spezies messen, was gigantisch ist, unglaublich. Und wir können das jetzt auch, da bin ich richtig stolz drauf. Das ist aber eine Welt für die Medizin, dass die uns da mal zur Verfügung stellen. Und nach 4 Wochen von den 740 waren dann 316 da. Nach 22 Wochen wird viel, viel mehr. Und 424 von 740. Und da wird der Kompost ausgebracht normalerweise. Ja. Der von welchem Gerät das gemessen wird? Ich habe den Namen von dem Gerät nicht drauf. Ich könnte aber mein Team fragen. Die Details wissen die. Aber wenn es dich interessiert, kann ich nachfragen. Wir können auch mal Proben irgendwie vielleicht organisieren, ne? Weil das ist alles dann noch da, was gut ist, aus vielen Gegenden sonst so viel. Und dann, jetzt kommt das Ding. Wenn man den Kompost ein gutes Jahr stehen lässt und auch nicht wendet, ihn gut feucht hält, genug Holziges drin war, es soll Kuhdung immer auch mit dabei sein, ne? Das ist auch viel Vielfalt, dann ist es so. Ne? Also da kommt nochmal so, wo man denkt, der Kompost ist fertig, der so. Und jetzt hat Johnson da geguckt, was machen diese Dinger, die dazu kommen. Die machen grundlegende wichtige Sachen, damit es den Pflanzen gut geht. Wenn man die nicht hat, hat man Probleme. Und so leicht kriegt man sie. Und jetzt kommt aber erst der richtige Hammer, warum wir da wirklich da das nicht glauben können. Jetzt brauche ich mal 10 Tonnen oder 20 Tonnen Projekte im Kompost. Ich nehme ein Kilo, weil es einfacher ist. Weil wir wollen nur noch die richtigen Organismen da anreichern. Das ist eine Inokulation, ein Düfen oder wir nennen es jetzt Bodenaktivator-Kompost. Also es muss immer noch Kompost heißen, rein rechtlich.
Und so ein Bodenaktivator, da kommt es überhaupt nicht drauf an, wie viel, sondern einfach da, was drin ist. Und dieser eine Kilo, und das hat Johnson in großen Versuchen mit riesigen Flächen gemacht. Ne? ein Kilo pro Hektar auf 100 Liter Wasser aufgelöst. Wenn man es mit der Spritze rausbringt, durchsieben, damit die Spritze nicht verstopft. Und ideal, wenn man es beim Drillen mit rausbringt. Also Drillen ist, was die Bauern das säen, die Saatmaschine, das ist eine Drillmaschine. Die haben eine Unterfußdüngung, da wird Flüssigdünger manchmal reingegeben, Phosphor zum Beispiel. Und Phosphor ist da gar keine doofe Idee. Dann darf man im Bioanbau nicht, aber dann keimt das schneller und geht besser auf. Und da macht man diese Mischung mit rein. Und das ist dann so, dass die ganze Vielfalt von Organismen, wenn das Saatgut keimt, findet das sofort die Verbündeten. Und dann geht es schneller mit dem Auflaufen, die Qualität ist von Anfang an besser, Spurenelemente werden aktiviert und so weiter. Und das ist so das Geniale. Und da gibt es halt einen Engpass, also Johnson Zhu ist noch nicht so das Allerbeste, sondern wir haben halt die Thematik, dass das da, wo wir Mykorrhiza nicht haben, müssen wir sie reinbringen. Und Mykorrhiza entsteht aber auch in so einem Kompost nicht. Mykorrhiza entsteht nur mit der wachsenden Pflanze. Und jetzt gibt es halt den Stefan Lehmann, der ist aktuell, glaube ich, ziemlich so Weltmeister in guten Kompostieren. Bietet auch Kurse an, ab und zu, schreibt aber kein Buch und so, ist eher so ein Zurückgezogener. Und der stellt aber inzwischen Tausende von Tonnen her. Und der macht 5 Milieubedingungen. Also eins davon ist wie das. Dann macht er aber auch einen Fermentkompost, ne, mit was weiß ich, EM oder so einer Mischung, die fermentiert. Hat er einen mit ganz viel Holz und so weiter und bringt die hinterher zusammen. Und dann bepflanzt er den Kompost, der jetzt für eine bestimmte Frucht gedacht ist, mit genau der Frucht, mit dem Mykorrhiza zum Anliegen. Dann ist dieser Kompost durchsetzt mit dem richtigen Mykorrhiza für diese Frucht. Und den Aufwand muss man halt nur machen, wenn man es aufbaut, weil hinterher, wenn das da drin ist, dann ist das im System. Außer ich habe Fungizide rausgemacht. Oder es gibt mal große Trockenheit. Und da ist halt dann diese Holzkohlezugabe im höchsten Maße gut, weil es gibt so Rückzugsräume. Das ist so ein bisschen wie so ein ja, dass die Organismen halt so einen Rückzugsraum finden, wenn es sehr trocken ist, da ist dann immer noch ein bisschen feucht, oder wenn halt Nahrungsmangel ist, oder die Bakterienfresser dominieren und die Bodenorganismen runterfressen und so. Und das ist jetzt halt das Tolle, dass man hier bei denen, das ist die Firmengruppe Rösel. Und das ist der Franz Rösel. Und das ist einer, der regt genau wie ich. Also der hat richtig Ahnung von diesen Sachen und wir sind uns vielem einig. Und der macht das vom Herzen. Und der hat hunderte von riesen LKWs und so, also eine Riesenfirma in Regensburg. Und die haben ein sehr großes Kompostwerk in der Nähe von Leipzig. Und da kann man sowas bestellen. Nennen die da Kompetenzkompost. Und wie gesagt, man braucht die großen Mengen ja nicht, deshalb kann man da einfach sich mal ein paar Sachen kommen lassen. Man muss wirklich klären, dass das genau dieser Kompost ist von Stefan Lehmann, der halt diese ganze Organismenbreite da hat. Das Rezept. Bitte? Das dritte Rezept, oder? Rösel.de. Ja, ja. Hier, das ist genau unter Rösel.de. Kompostwerk Limina. Ich weiß noch nicht, warum das Limina heißt, aber da im Osten gibt es so der komische Ortsname. Eine Frage. Bei Wein, bei mehrjährigen, langjährigen Pflanzen, ja, braucht man das nur zum Starten oder dann jährlich? Nee, zum Starten. Nur zum Starten? Nur zum Starten und dann sollte man darauf achten, dass der Boden bedeckt ist, ja, dass nicht gepflügt wird oder zumindest nur, sonst ein Grobahn ist okay und so Oberfläche ist ja, ja, okay. Und dann hat man es drin. Und da sollte man halt damit diese
Bodenpilze erhalten bleiben, sollte man halt auch immer mit so holzigem Material mal mulchen, so, dass das in den Boden eingeht, ist sowieso immer gut. Und bei Wein, ich weiß gar nicht, was für Wein da eine spezielle Mykorrhiza ist, wissen Sie da was selber? Ja. Weil da sollte man mal gucken, weil ich weiß aus dem Olivenanbau, und diese Geschichte erzähle ich einfach mal, weil sie so weitreichend ist. Ich habe in der Schweiz einen Vortrag vor 2 Jahren, in der Nähe von Luzern, da war so eine Gruppe von Pilzforschern dabei. Und die haben dann, wir haben wieder dann zusammengesessen und ein Bierchen getrunken. So. Und dann haben wir erzählt, ja, wir machen so eine Mykorrhiza-Applikation in der Landwirtschaft. Und dann hatten die einen Auftrag aus Italien von so einem riesen Olivengut mit 7000 Olivenbäumen, also richtig ein riesen Gutshof da. Und dann haben die halt die richtige Mykorrhiza besorgt. Es gibt sehr wenige, die das ordentlich liefern. Das meiste ist so halb gekühlt. Und man muss das auch so mit Kühlmitteln und dann sofort einbauen. Also es ist schon sehr komplex, das richtig zu machen. Und das haben die dann auch gemacht und haben dann halt festgestellt, dass das halt, und dass die dann halt dort die Olivenkrankheit nicht mehr hatten. Was ja als Riesenproblem gilt, es ist einfach Mangel an Mykorrhiza ganz nebenher. Ne? Und dann haben die halt da, ja, die Pflanze stand besser da. Und dann kam so die Ernte, und die Oliven geerntet. Und die machen dann immer Analyse auf Polyphenole. Und das so, die haben normalerweise da um die 250 Milligramm pro Liter, was als sehr gutes Öl gilt. Und dann haben die halt das wieder eingeschickt. Das Labor rief an und sagen, sorry, Gerät kaputt, wir können nicht sagen. Nächstes Labor, ne? Auch gleiche Geschichte, nochmal. Und dann ging es in die USA rüber. Und die haben dann Wert genommen und haben gesagt, ja, 2500. Und dann haben die Leute von diesem Gutshof, haben dann die beiden Schweizer da angerufen, haben gesagt, so, redet da mit niemandem drüber. Und dann haben sie ihr Öl jetzt im Vertrieb, das ist ja noch so, als Nahrungsergänzung. Mit gigantischem Gewinnspann. Und diese 2500 ist ein natürliches Olivenöl, das alle sein soll. Ne? Was ist denn das für eine Firma? Oder wie heißt denn das Olivenöl? Ist eh zu teuer, aber es ist halt Was so traurig ist, ist halt, dass die Leute so stur sind. Weil sowas sind Weltsensationen. Und es spricht sich einfach nicht rum. Ich habe es jetzt im Buch drin zum Glück und so weiter. Also ich bringe das schon raus. Ich habe die Schweizer gefragt, das ist für die, wollen das auch. Und es wird aber auch wieder Jahrzehnte dauern, bis da irgendwie die Leute kapieren. Bis dahin sterben weiter die Olivenbäume und die Leute werden krank und so weiter. Es geht ja nicht nur um Olive, deshalb frage ich nach dem Wein. Das wäre halt auch so. Vielleicht ist ja da, wo die Weine so richtig super sind. Ich war jetzt in der Steiermark, hat einen Vortrag, wo übrigens 60 Leute kamen. Das war total toll. Also das war so ein riesiges Interesse. Da waren einige Weinbauern dabei und schönen Wein getrunken da. Das war richtig, richtig gut. Und da sieht man, der Boden ist gut, wenn der Geschmack gut ist. Und da wäre es halt auch interessant, habe ich auch da vergessen zu fragen. Ich frage da nochmal nach, wie das ist, ob es da auch spezielle Bodenbiologie für Wein gibt. Sollte eigentlich so sein. Gut, zum Weinbau noch ein weiterer Tipp. Es gibt einen Winzer in Bayern, der auch so Probleme hatte, Mehltau, nasses Jahr und so. Und Bioverband sagt immer nur Kupfer, Kupfer, Kupfer. Bis zur Kupfervergiftung, auch brutal. Die meisten sind inzwischen ausgetreten und haben keinen Bio-Weinbau mehr, weil die Verbände einfach da von Nageln sind. Und der hat dann halt gesehen, dass die, wenn der Erbse dran sägt an den Wein, dass der viel besser dasteht. Ne? Das ist auch mal wieder Leguminose und so weiter. Und das ist einer der Tipps und es gibt ein Mittel, was ich aus dem Saarland kenne, das ist halt, das nennt sich Fosdik, also mit F und V, Fosdik,
Das galt mal als Pflanzenstärkungsmittel. Dann wurde es eingestuft als Nährstoff. Damit war es dann für Bio verboten. Und es ist synthetisch, aber es baut sich ab zu Wasser und CO2. Ja, also komplett mineralisierbar. Und warum sagt der Bioanbau nicht jetzt hier, das schalten wir mal frei, damit ihr nicht eure Böden mit Kupferform vergiften müsst? Ja, also das ist so, ist einiges an interessanten Sachen. Und das ist das, was ich mal so sammle. Also das, was alle reden, das interessiert mich nicht, weil es ist bekannt und auch oft nicht so mal gespannt. Aber es gibt so viele tolle Sachen. Ja, in Äthiopien haben wir hier auch Pflanzen zu Kompost aufgesetzt, der Dr. Jan Wibbing. Und da muss man den Kompost halt gut schützen. Ne? Stacheldraht, Nadeldraht ringsum. Das ist nicht, weil die Leute wissen, wie wertvoll Kompost ist, sondern es ist, weil die Affen so neugierig sind. Die gehen in alles rein, zerstören alles. Das Restaurant, wir haben in Äthiopien an so einem, in der Nähe von so einem See im Restaurant gegessen und wir haben darauf insistiert, draußen, so bekam aus Europa an der Sonne. Und dann haben wir insistiert, draußen zu essen. Der hat da irgendwie 5 Minuten versucht, uns das auszuriechen. Und deshalb hat er solche Knüppel, so wie Werner hat da uns gegeben, hier, schnitt die mit, dass er die Affen wegtreibt. Dann sind wir zum Glück nicht an den See runtergegangen, weil das ist eine Woche später jemandem passiert und vom Krokodil gefressen. Ja, es ist halt etwas, manche Dinge sollte man lassen. So im Nachhinein habe ich gedacht, okay, gut. Hätte mir schon passieren können. Gut, dann die. Jetzt noch ein Gartenbauer, der richtig, richtig klasse ist, ist Dan Kitschosch. Der macht so ziemlich alles, was man so machen kann. Also auch viel weit über das hinaus, was ich hier erzähle. Es gibt wirklich noch ganz viele Dinge. Und in dem Buch Geheimnisse gesunder Böden steht einiges drin, was er auch mit Erfolg anwendet. Und er ist halt offen. Bio-Gemüsebauer aufgewachsen, hat es gehasst, weil er immer bis in die Nacht arbeiten musste. Und hat dann irgendwann gemerkt, Moment mal, so will ich nicht übernehmen. Und dann hat er aber dann sich doch gedacht, Moment, jetzt bevor ich das hier gleich verkaufe, abhebe, ich probiere es 3 Jahre, jetzt einen Gartenbauer zu etablieren, wo ich genug Zeit für Familie habe, genug Zeit für private Interessen habe. Und er hat es geschafft. Und das ist halt so das Schöne, der hat wirklich auch alle Register gezogen, regenerative Landwirtschaft, kannte diese Arbeit von John Kempf, ne, diese Pyramide da. Und der hat einen Weg gefunden, der hat schon damals das Boden so angereichert, wie Johnson Sue jetzt empfiehlt, weil der hat das ganz einfach gemacht und das ist auch mal ein Tipp, wie man sowas machen kann, wenn man jetzt nicht bestellen möchte oder direkt was braucht. Man fährt durch die Gegend, wo ist der Boden richtig gut, wo stehen die Pflanzen richtig gut. Und überall da, wo es richtig guter Boden ist, da nimmt man ein Schäufelchen in einem Kübel und fährt weiter. Wenn man von allen Milieubedingungen was hat, von den Pflanzen, die man auch pflanzen möchte, dann macht man es genau wie mit diesem Kompost. Nimmt man einen Teil, ich habe anfangs alles mit Wasser gerührt, dann ist nach 3 Stunden, musste alles verarbeitet haben. Ich nehme jetzt immer einen Teil ab und rühre es dann in Wasser. Und ja, ist ja doch ganz schön Arbeit, da auch umzulaufen. Im Wald einmal rein, ne? Also auch so Laubwald, so tief rein, wo es so diese pilzige Geruch hat. Und das kann man dann genauso ausbringen, wie vorhin erklärt. Aber da kann man es selber machen und sofort machen. Ja, und da kann man sich ein ganzes Wochenendseminar anschauen, für frei im YouTube. Und Living Rapid Farms. Dan Kitredge, genau. Und auch ein toller Mensch da. Wir haben ihn in Regensburg gehabt, bei der IG-Gesundung da oben, haben wir ihn eingeladen. Ja, absolut klasse. Und er verdient anständig. Seine Eltern haben immer nicht genug verdient, dass man da halt auch Auskünfte geben könnte. Und was so die Aussage von John Kempf und auch von ihm ist, wenn die Pflanze alles kriegt, das Bodenleben richtig gut ist, alle Sprünge mit da sind,
ist eine Pflanze komplett resistent gegen Insekten, gegen Schädlinge, gegen alles, was so gibt. Und das ist, haben einige bestätigt, das sagt er auch. Und das ist eigentlich was, wo man sagen kann, okay, das ist eine gute Nachricht. Wir müssen nicht immer querieren, sondern kommt auch auf einen Stand, wo das eher etwas entspannter angeht. Und das ist eigentlich ganz gut. Ich arbeite mit Wasserpflanzen und berate Menschen mit Gewässern. Ja. Würdest du das genauso sehen, Wasserpumpen aus gesunden Gewässern in kranke Gewässer einzubringen? Es wäre wahrscheinlich eine Idee, weil es ist halt einfach bei Biologie ist Vielfalt einfach gut. Und das ist halt, wir können ja gar nicht alles analysieren. Ne? Es gibt so viele verschiedene Organismen und so weiter. Und wenn wir einfach mal breit waren, wir holen da aus dem Wasser was, aus dem und unterschiedliche, also fließende, langsam fließende Manteien und so, dass man da einfach was reinbringt. Wir machen es im Abwasserbereich so, wenn wir zum Beispiel mit so da industriellen Schadstoffen arbeiten. Wir holen uns als erstes Hafenschlick. Ja, weil der kennt alles. Und damit reingeschmissen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, jetzt noch ein Wort zu Komposttee. Kennt ihr den Komposttee? Was bekannt ist. So, Wilhelm Lindheim hat das hauptsächlich entwickelt. Und um einfach mal zu zeigen, wie weitreichend das ist. Hier hat Wilhelm Lindheim eine E-Mail gekriegt aus Australien. Da hat einer Komposttee ausgebracht und konnte bei diesem Esskastanienbaum nur auf der Seite fahren, weil da lag irgendwie Holzstapel oder so. Ne? Da ist der Komposttee, da konnte er nicht fahren. Es ist wie ein anderer Baum, es ist nicht ein anderer Baum, fällt sich mal so ein Grün. Mhm. Da ist richtig Ertrag, da ist gute Esskastanie, da hast du halt alle Nährstoffe drin. Und normalerweise, wenn du kein Komposttee machst, denkst du, ja, Esskastanie brauchst du gar nicht versuchen, die wachsen die nicht. Steht dann in den Lehrbüchern. Und ja, Komposttee macht auch hier der Adrian Rubi und der hat mir noch so ein paar Sachen gesagt, dass man das auch einfacher machen kann. Es wird immer gesagt, das muss mindestens 20 Grad haben, viele heizen das und es reichen 10 Grad und es ist halt einfach mehr. Es ist nicht so die Vermehrung der Organismen, sondern es geht darum, dass diese Organismen für diesen Tag Belüftung aktiv sind, mit Zucker haben sie was zu fressen, können Umsatz machen. Dann entstehen ganz viele Enzyme und Makromoleküle und so weiter. Und wenn man die dann halt als Blattspray idealerweise ausbringt, dann hat man richtig was für die Pflanze getan. Und das auch mehr abends, weil das dann halt diese Stomata sind und so. Gibt es viele Tricks auch. Ich habe es hier alles mal mit auf die Folien, das ist dann damit drin. Gut, jetzt will ich da auch, dass es nicht zu lang wird. Evan Campbell haben wir jetzt noch entdeckt, gibt es bisher noch nicht auf Deutsch. Und die haben auch Bodenverbesserungen absolut dramatisch innerhalb von 4 Jahren auch in die Tiefe rein, von so einem Boden zu so einem Boden. Und das ist über eine Vielfalt von Faktoren und eine der ganz wichtigen Sachen, was der Campbell halt sagt, das Lithium spielt eine Riesenrolle. Und das Buch ist so komplex, also wenn jemand irgendwie chemisch gut drauf ist und Zeit hat, es wäre toll, wenn jemand das mal auswerten könnte und man auf einer Tabelle zusammenfassen würde. Das ist echt der Wahnsinn. Kann das an einer Doktor oder kann das nicht sein, oder? Masterarbeit. Ja, mal gerne, ja, sofort. Aber Master habe ich schon. Master Doktorarbeit. Ja, passt. Du musst ja aber eine Finanzierung organisieren, Stipendium beantragen und das, sonst können wir das machen. Ja, ohne das. Über Doktorarbeit, über Stipendien. Muss man das Geld einwerben. Nee, ist ernst gemeint. Ne? Gut, die humusreiche Boden hält Wasser wie ein Schwamm und regeneriert das Grundwasser. Humusreicher Boden verhindert weitgehend die Trockenheit und Überflutung. So, jetzt viele gute Wege in der Landwirtschaft. Und jetzt mache ich noch so 15 bis 20 Minuten, wenn es recht ist. Ich zeige jetzt einfach mal so die Bücher hier, die man braucht. Wenn, hier.
Bauern überzeugen wollt, oder auch Gartenbauer oder Winzer, von regenerativer Landwirtschaft, schenkt das Buch aus toten Böden mit fruchtbarer Erde von Gabe Brown. Der hat halt über Ray Archuleta, regenerative Landwirtschaft, gelernt. Ray Archuleta war offizieller Landwirtschaftsberater. Die regenerative Landwirtschaft kommt von einem offiziellen Berater der USDA. Ne? Das ist krass. Und der hat gemerkt, der hat gesagt, hier, 20 Jahre habe ich euch absoluten Irrsinn erzählt und jetzt sage ich euch, wie es richtig geht. Weil er es dann verstanden hat mit der Biologie und so. Und ein toller Redner ist immer noch, aber ist inzwischen wieder auf seinem Hof, wo er im Ruhestand ist und macht da regenerativ weiter. Und der hat gesagt, dass die meisten Bauern hat er überzeugt, indem er einfach mit dem Spaten losgeht und auf einer regenerativen Fläche einmal rein, Boden zeigen, daneben auf der Nachbarfläche das vergleichen. Hat er gesagt, da haben viele gesagt, so, jetzt probiere ich das. Und es ist schwer natürlich, die Bauern müssen das ändern. Das ist auch verständlich. Dann gibt es hier von Dietmar Näser, der ist als Berater auch in Österreich bekannt, regenerative Landwirtschaft, das Buch. Stehen viele Details drin, er hat leider nicht die Gesamtsystematik. Also es ist so schade, das macht fast niemand. Und dann halt hier, wie vorhin gesagt, David Montgomery, Professor in Murphy, hat das berühmte Buch, weltberühmt, Dirt, Dreck, also warum die Zivilisationen der Welt alle sich kaputt gemacht haben durch kaputte Böden. Wie zum Beispiel in China. Die haben sich nicht kaputt gemacht, sondern die haben China dann aufgebaut. Und manchmal führt es auch zu anderen Ländern. Und außer das Schwemmland, weil da war der kaputte Boden, wurde jedes Jahr ersetzt. Ne? Die konnten kaputt machen, wie sie wollten. Und deshalb sind da die Hochkulturen entstanden im Schwemmland. Ne? Weil die haben es nicht geschafft, sich schnell genug zu exen. Ja. Es gibt für die regenerative Landwirtschaft normalerweise 5 Prinzipien, ich habe 7 Elemente. Minimale Bodenbearbeitung, lebende Durchwurzelung, Bodenschutz, also nicht bloß liegen lassen oder nur kurz. Tierintegration, ne? Tier sollte die Fläche, dann aber mit Portionsbeweidung, Grünung, Weiden und so weiter. Und erhöhte Biodiversität, also auch Agroforst zum Beispiel einbeziehen. Und für mich sind das jetzt die 7 Elemente. Und ich habe halt den Johnson mit reingebracht. Und ich habe die Thematik der Spurenelemente mit reingebracht. Und das ist eine super Erleichterung der regionalen Landwirtschaft. Wenn wir jetzt wissen, wenn wir die Bodenpilze anreichern, wird es viel leichter. Und wenn wir wissen, da halt, wenn Molybdän fehlt, dann kommt gar nicht die Stickstoffsynthese im Boden in Gang. Das können nämlich 100.000 Bodenbakterien können Stickstoff synthetisieren, wenn ein Molybdän da ist. Ne? Nitrogenase hat ein Molybdän in der Mitte. Ne? Es gibt kein Enzym da, wenn das halt kein Molybdän gibt. Und deshalb, die beiden Punkte kommen zwingend dazu. Ne? Und machen es sehr viel leichter. Mit dem sind schon zehntausende Betriebe gerettet worden. Ne? Und das ist jetzt leichter. Und das ist aber nur zu Anfang, das ist, wenn es hinterher alles läuft, geht es rund. Und man kann halt hier immer den Komposttee nehmen. Ne? Wenn man nicht mehr Stickstoffdünger draufhaut, sollte man halt Komposttee haben, dass man immer noch was tun kann. Wenn man merkt, gerade die Blätter werden gelb oder so, was mache ich? Ne? Ja, und dann die anderen Punkte, minimale Störung, nicht pflügen, also zumindest nicht tief pflügen. Also so 10, 15 cm ist für manche Böden okay. Grubbern ist besser, so also oberflächlich zu umwerfen. Es gibt noch, wie heißt diese Kultur, wo man nur ein paar Zentimeter so hobelt. Schälpflug. Schälpflug, genau. Der hat das auch noch so einmal verdreht. So. Genau, der wendet genau, das. Genau, ja. Und es gibt da auch inzwischen ganze Grubbertage, wo Leute sich treffen. Wie macht man das? Ja, dann artenreiche Gründüngung ist ganz wichtig und da gibt es bis zu 16 Arten und da ist Christoph Felgentreu Weltmeister, der hat für die DSV gearbeitet, Deutsche Saatgutvergebung, ein großer Konzern für Saatgutvertrieb und es gibt in Österreich auch irgendwo eine Vertretung dafür und die haben fantastische Gründüngungsmischungen
Und in der Internetseite ist alles hier gut beschrieben. Also wenn man da nicht bestellt, man kann da nicht als Einzelmensch bestellen, da muss man halt Bauer sein. Und da kann man halt sich angucken, bei welcher Frucht geht was, ne? Und welche, was haben die da, das ist da halt ganz offengelegt. Und der Christoph ist im Ruhestand, arbeitet jetzt für die Interessengemeinschaft Guter Boden in Regensburg und hat aber auch YouTube-Videos. Also die Leute, die hier stehen, sollte man sich alle mal angucken, so mit ihren Vorträgen. Und da ist halt dann bei der Gründung ist das Entscheidende, dass man halt, welche hat die sehr Tiefwurzeln, welche Flachwurzeln und dann Breitblätter, Schmalblätter, welche die trockenresistent sind, welche die nässeresistent sind. Wir wissen ja nicht, wie es Wetter wird. Und bei Gründüngung ist das Entscheidende. Jeder Tag, den ich früher einbringe, ist ein Riesengewinn. Ne? Also es ist halt da, weil man ist eh spät dran. Ne? Wenn man jetzt nach der Ernte dann mit der Gründüngung kommt, ist nicht mehr so viel Zeit, dass das jetzt zum Winter schon mal ein bisschen was an Start kriegt. Und deshalb halt auch sehen, dass man das halt schnell macht. Und ja, dann Tierhaltung passend zur Ackerfläche, Portionsbeweihung. Aus meiner Sicht sollte man komplett aussteigen aus dieser verdammten Stallhaltung und Intensivhaltung. Das ist nicht akzeptabel, das ist unnötig. Und es ist halt einfach, wenn man die Tiere halt hier auf der Fläche laufen lässt, dann ist das heimisches Futter, was jetzt nicht aus Südamerika importiert werden muss. Und es gibt keine Gülle sehen, sondern es gibt halt einfach nur eine ordentliche Düngung dabei. Und dann jetzt genau passen, Punkt 7, Agroforst einbeziehen. Und das ist halt was, wo man halt jetzt große Erfolge hat. Also es gibt jetzt gerade, wo die heißen Sommer waren, dass die Flächenlandwirtschaft, Getreideanbau deutlich mehr Ertrag hatte als vorher die gesamte oder als benachbart die ganze Fläche, weil diese Beschattung sind halt Agroforst immer Nord-Süd, ne? Dass immer mal Sonne ankommt. Aber im Sommer ist halt oft zu viel Sonne. Und da ist es dann halt ganz gut, wenn ein halber Tag Schatten ist, dann trocknet es nicht so schnell aus. Und da sind die Erträge zum Teil trotz Baumreihe höher als ohne. Und zusätzlich hat man noch Baum. Und ich vertrete halt die Agroforst mit Nahrungsproduktion, natürlich Esskastanie, Nussbaum. Dann gibt es auch so Systeme, wo man halt da viel Vielfalt reinbringt. Ja, die 7 Ansätze wirken zusammen und immer gut beobachten, was passiert. Spatenanalyse, eine Sonde mal reinstechen, wie tief, das muss eigentlich wie gut da reingehen, bis die Sonde weg ist. Und dann Brix-Wessen messen, also den Nährstoff- oder Zuckergehalt. Das korreliert mit dem Zuckergehalt, das kann ich Brix messen. Und diese Brix-Geräte gibt es ganz verschiedene Skalen. Also wenn man die bestellt, vorher gut gucken, ne? Dass man irgendwie so 0-20% Brix hat. Und wenn man beim Blattsaft, da kann man schön vergleichen zwischen allen Pflanzen. Frucht ist sehr unterschiedlich, ne? Allein bei Wein. Der eine hat das, der andere hat das, da kann ich nur Wein mit Wein vergleichen. Und auch da ist der höhere Brix, ist die höhere Nährstoffdichte. Und das ist halt dann was, wo man ja, einfach, in den USA gibt es halt das Brix Farming inzwischen. Die machen halt so, wer wie hoch kommt man mit Brix. NASA macht sowas auch, das ist auch schon erprobt hier. Und der Brix sollte halt über 12 sein, dann ist man schon ziemlich gut. Also wir brauchen keine Zertifikate mehr, wir brauchen keine EU-Cross-Compliance. Wir messen einfach, wie hoch ist der Brix im Blattsaft, wir messen, wie ist der Vitamin C im Blattsaft und wir messen das Nitrat im Blattsaft. Und Brix und Vitamin C sollte nicht möglichst hoch sein und Nitrat möglichst niedrig. Und dann wissen wir ungefähr Bescheid. Ja. Aber mit Nitrat im Gemüse ist dann auch der Schnittzeitpunkt. Also wenn man das zeitig in der Früh schneidet, ist der Nitrat hoch. Ja? Ja. Und wenn man das auch Mittag isst, der dann wieder über Nacht zieht, dann ist in die Pflanzen. Ja, klar. Ja, ja, ja. Des Tages geht es wieder raus. Und wenn die halt in der Früh schneiden und dann ins Geschäft geben, dann passt. Egal ob Bio oder nicht. Ja. Nee, sowas muss man natürlich beachten. Also da gibt es immer noch auch ziemliches Wissen dahinter. Ich mache jetzt hier den Überblick
Und das hängt natürlich auch bei Brix davon ab, ob ich das morgens oder abends mache und so weiter. Ne? Das muss man dann halt alles so machen, dass man dann einen ordentlichen Vergleich hat. Und für den Kunden ist aber letztlich wichtig, was ist das, was im Regal liegt, was ist da der Brix, wie ist da Vitamin C, wie ist da Nitrat, weil das ist das, was letztlich die Qualität dann ausmacht. Gut, und dann hier ist nochmal für die Folien Dr. Ivan Neulack über die Allgegenwart der chemischen Elemente aus angewandter Chemie 1936. Nach extrem feiner Analyse hat jeder Boden letztlich alle Spurenelemente, zumindest in sehr feinen Anteilen. Und nochmal, wenn wir die Bodenpilze alle haben, die können offenbar alles überall rausholen. Und das ist halt dann einfach ein, ja, gut zu wissen. Ja, Gründüngung wird oft gewalzt vorne, hinten Drecksaat durchsäen, durchschneiden mit der Drillmaschine. Und dann ist halt da so ein Spalt und die Saat kann dann halt da auflaufen. Man hat halt zu Anfang nicht angeimpft da mit dem Kompetenzkompost oder so. Und dann ist da halt Platz für die Frucht, die kommt raus, alles andere ist fett gemulcht und da kommt keine Sonne dran, deshalb kann der Unterwuchs erstmal nicht richtig loslegen. Dann gibt es halt diese Direktsaatgruppen, auch Direktsaatvereine. Bei dem Walz, also da wird das nicht gehäckselt oder so in den Boden eingearbeitet, sondern einfach nur drüber gefahren und hinten gelagsaat. Ja. Also das ist hier speziell, es geht nicht immer mit alles mit allem, also je nach Frucht, das sind nur Beispiele eigentlich. Und dieses Walzen, das wird halt so eingerichtet, dass es halt wirklich die Stämme bricht, damit das wirklich abstirbt. Und da gibt es aber auch Glaubenskämpfe, die anderen sagen, man muss es wechseln und so weiter. In Boden einarbeiten ist nicht so schlau, weil es da rottet es eher. Das ist es eigentlich, man soll es als Mulch drauf liegen lassen. Und manche walzen das dann nochmal kurz an, damit das nicht zu schnell trocknet. Aber dann gibt es hier diese Direktsaatleute und das ist halt das Interessante, da fährt die Saatmaschine direkt hinter Mähdrescher. Ja, das ist cool, oder? Da ist gleich wieder am Start. Ne? Und das macht Leute im großen Stil. Also da gibt es hier auch so riesen Maschinen, die machen das. Ich kenne einen, der 350 Hektar Hof. Der vertreibt dieses Teil hier oder dies. Und in Frankreich schon 10% regenerativ oder direkt Saat. Wird das nicht extrem und schweres Gerät angenommen? Das ist nicht meine Art von Landwirtschaft. Ich würde eh immer kleinräumige Systeme vorziehen, aber das ist, was wir oft haben. Und das Gute ist, regenerativ geht auch auf Betrieben mit ein paar tausend Hektar, von denen es ja viele gibt, auch die sollen gut wirtschaften. Und bei diesen großen Geräten, die müssen zwingend immer auf den gleichen Spuren fahren. GPS gesteuert, damit die halt, weil nach einer Studie der Uni Kiel, wenn man nicht drauf aufpasst, wird 70% der Fläche innerhalb von 10 Jahren einmal überfahren und das wird nicht mehr. Ne? Und wenn du immer der gleichen Spur fährst, dann ist das immer gleiche Verdichtungsmuster und dann wird das andere nicht mal wieder so zerstört. Ja, dann die Leute, die viel Erfahrung haben, Josef Häkler, leider auch verstorben inzwischen, aber beide Töchter machen weiter. Die Regenerativhöfe werden übernommen. Ne? Das ist das Schöne. Die anderen haben keine Nachfolge, aber da, wo regenerativ gemacht wird, da gibt es Interesse der jungen Leute, weil die sagen, oh, hier bauen wir uns nicht auf, ist klasse. Es geht wirtschaftlich besser und so. Und ja, er hat hier auch Vorträge drin, Interessengemeinschaft gesunder Boden. Und ich war mit meinem Bodenteam bei seinem Hof in der Nähe von Regensburg und ein klasse Boden. Wir konnten ihn alle blind unterscheiden von den Nachbarflächen, die gepflügt wurden. Der macht es bio und regenerativ. Was schwieriger ist. Also am besten erst regenerativ und dann eventuell auch Bio umstellen, weil es ist halt anfangs nicht so leicht, wenn man gar kein Herbizid darf. Und das aber, wenn man schon Herbizide spritzt, sollte man halt nicht ja, diskutieren.
Glyphosat ist absolut nicht toleriert, weil es zerstört die Menschheit. Das ist ein Gelato, das bringt uns die Spurenelemente weg, die gehen in die Pflanze und so weiter. Und es ist nicht eine Frage der Toxizität, das ist Verarschung. Und das ist halt eher das Abbauprodukt des Pampa, das ist dann noch giftiger und das ist dann halt, wir haben es alle im Grundwasser, wir haben es alle im Körper. Also das ist ein Wahnsinn. Ja, und es gibt viele Bauern, die das völlig verharmlosen, einfach weil ihnen da Mist in den Kopf geblasen wird von Leuten, die es auch nicht besser wissen sollten. Und der Weg mit der Coca-Cola, ich würde jetzt, also das Pulver kauft man, es gibt so ein Big Pack Pulver, kann man spritzen. Und sehr korrosiv natürlich, aber es ist halt, man kann sich ja angucken, was da drin ist. Und dann macht man halt einfach eine Mischung Phosphorsäure und eine Zuckerquelle und so weiter. Also da müssen wir erfinderischer werden. Wir müssen weg von diesem Mist und einfach vernünftige Wege finden. Und jetzt ist aber Coca-Cola-Spritzen natürlich verboten. Ne? Das giftige Zeug hat man schon. Hexe, okay. Hexe darf man. Müssen wir mal verhandeln mit der Landwirtschaftsbehörde. Ich weiß aber nicht, ob Tepfi funktioniert. Ja, das nochmal kurz zur Erinnerung. Ich will jetzt auch gleich mal Ende machen. Zur Erinnerung, also müssen wir die Spezies dann reinbringen. In Deutschland, Stefan Lehmann, da sollten ein paar Leute auch mal den Kurs machen. Es gibt in Österreich gibt's diesen Mamina-Kompost, ich weiß nicht, vielleicht kennen ein paar Leute das. Das ist im Wiener Raum irgendwo, ist auch anständig. Und da ist morgen ist ja auch eine Führung von, auch zur Kompostierung. Ne? Achso, es gibt immer sonntags, es gibt immer bei Langerhuspost immer die Führung, um 15 Uhr an sich. Ja. Bei denen war auch immer Kompostierung natürlich ein großes Thema, ohne tierischen Dung. Ja, genau. Im Kulturbetrieb seit 1971. Ja, also das ist auch super spannend. Ich muss leider jetzt morgen früh weg, aber es ist halt einfach eine Sache, das sind gute Ansätze und das, was ich hier bringe, kann man da noch mit einbringen und das mit ergänzen und so weiter. Und die Demeter-Prinzipien sind am nächsten dran, also Kuhjungen mit den Präparaten und so weiter, das ist halt einfach schon mal eine gute Richtung, wenn man diese Biologie angereicht hat, aber die kühlen oft nicht. Ne? Und es ist halt so, dass die halt da auch besser dastehen, wenn sie es nicht tun. Ja, dann, wie gesagt, das Ding hier, das ist Pixteil, kostet inzwischen über 100 Euro, das war mal 70 oder so. Und dann Vitamin C, Nitrat. Da springe ich mal ein paar Sachen hier. Und das ist in den Folien drin. Bei den Spurenelementen ist eine Sache noch wichtig. Das sind alles Spurenelemente. Es gibt nicht essentiell und nicht essentiell. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Das ist wissenschaftlich überhaupt nicht mehr haltbar, weil viele Nicht-Essentielle sind entscheidend für ein gutes Pflanzenwachstum und so weiter. Es ist eine Sprachverwirrung und so weiter. Es sind wahrscheinlich über 80 Spurenelemente nötig, damit es der Pflanze richtig gut geht. Sogar das bescheuerte Aluminium ist in einer gewissen Konzentration nötig. Also ich hätte es nicht geglaubt, aber es ist. Jetzt ist aber bei den Spurenelementen. Erstens, es ist ganz leicht zu viel, das wird sehr schnell auch dann giftig. Und das andere ist, dass diese Spurenelemente, die haben Antagonisten und die haben halt einfach so das Verhalten, wenn man vom einen zu viel hat, haut es das andere raus und so weiter. Und das ist halt etwas, wo man sehen muss, ich muss für die ganze Palette gucken. Und die Analyse dafür, das ist halt tatsächlich Nova Crop Control in Holland, ich habe es in den Folien drin, und da die Blattsaftanalyse. Weil das, was die Pflanze ins Blatt bringt, das ist im Boden irgendwo pflanzenverfügbar. Und die Analyse kostet 80 Euro, das ist machbar. Und dann hat man mal den ganzen Überblick, was alles so fehlt und was auch da ist. Und das kann ich mir empfehlen. Und ansonsten gibt es halt das Institut für Mineralienwende, regionalmineralienwende.de. Das ist Dr. Stefan Hübel, der hat bei mir diese Aquakultur-Doktorarbeit gemacht und beschäftigt seit Jahren jetzt mit Spurenelementen. Das ist da Weltklasse. Und die haben jetzt so ein Bloodspray entwickelt.
was diese ganze Schallentwicklung anbringt. Und Spurenelemente kann man am besten über Blattspray bringen, weil es ist sonst, wenn man es auf den ganzen Boden bringt, geht da viel verloren. Und das ist als Verein organisiert, ne? Das ist auch aus rechtlichen Gründen wichtig. Man dürft es sonst nicht. Ja, die Düngerwerte, also das habe ich anfangs gesagt, da ist es tatsächlich so, dass die Düngerwert oder Kosten pro pflanzliche Biomasse Euro pro Tonne. Und da ist halt Stickstoff immens teuer und zugleich das Einzige, was gar keinen Vorteil hat, nur schadet. Und die Spurenelemente, das kostet auch fast nichts. Ne? Man braucht halt nur so einen Teelöffel auf dem Hektar. Ja, ich überspringe mal ein paar Sachen. Portionsbeweidung, Tagesportionen. Und Tagesportionen sind halt im Grunde übertragen aufs Tier der Teller, wie der gegessen. Wenn die Tagesportion ist, dann wird nicht wie bei den großen Flächen da das Lieblingskraut ausgerottet, ne? Hier und hier und hier, hier ist von allem gegessen, das Tier ist gesünder. Und wenn da, bevor da Schaden entsteht, gehen sie weiter auf die nächste Parzelle. Und wenn man es richtig gut machen will, dann macht man halt 3 Tage nach dem Rind oder der Kuh den mobilen Hühnerlaufstall. Die fressen dann die entwickelten Parasiten daraus und dann hat man auch das Parasitenproblem weg. Das ist ein Riesenproblem, das ist auch eine Bio-Bereich. Ja, und da gibt es viele tolle Entwicklungen und wenn man die so zusammensammelt, ist es richtig spannend und dann kann man das einfach leicht alles so rüberreichen. Das ist jetzt eine hohe Dosis, ich weiß, aber die Folien gibt es und da kann man nochmal nachschauen. Ich habe einen ähnlichen Vortrag wie hier auch in meinem YouTube-Kanal, das kann man auch Bauern weitergeben. Da ist ganz viel geklickt, kriege ich ganz viel gute Rückmeldung. Ja. Fehlt den Tieren nicht auch da Bewegung, wenn sie so eine kleine Fläche nur haben? So klein ist dann auch nicht. Okay. Ja. Aber das sind Herdentiere, die eher zusammenbleiben und so. Aber es ist ein neues Bild, wenn dann das die nächste Tagesportion aufmacht, wie die losrennen, sich freuen. Ja. Gut, ja, Portions- Waldbeweidung. Das ist hier Brown, das ist halt hier Gabe Brown, das Buch da, Dirt to Soil. Und der hat einen 2000 Hektar Betrieb gerettet mit regenerativer Landwirtschaft, die er selber mitentwickelt hat. Es geht auf North Dakota, das schlimmste Klima der Welt. Also das, was wir hier haben, ist absoluter Traum. Auch wenn man meckert und so. Ne? Also die haben 300-400 mm Niederschlag. 200 Tage möglichst mit Möglichkeiten im Jahr und so weiter. Schlimmer geht's, den hat er da geschafft. Ja, das ist hier mit Adrian Rubi in der Schweiz, auch Portionsbeweidung der Gründüngung und so weiter. Dann Agroforst mit Acker- oder Weideflächen, ne? Das ist halt die gute Kombination. Und Professor Martin Wolf hat in England ziemlich viel gemacht über Agroforst seit ein paar Jahrzehnten. Es gibt ja wenige, die so lange schon was gemacht haben. Und er hat halt auch Hartholzbäume beim Weizen mit drin stehen und so weiter. Was jetzt wieder mehr kommt, ist Esskastanie und Weideflächen. Das ist in der Schweiz hier ein Bild. Das ist also so ein Projekt, wo man die alten Haine wieder belebt und da halt die ja, Beweidung darunter. Ich habe das eine Weile beobachtet, es ist schön zu sehen, die Kühe, die fressen dann auch an den Blättern und so. Und das ist auch Vielfalt der Nahrung. Und es ist ordentlich Ertrag drauf. Also auch der Kuhdung ist dann wieder für die Bäume klasse. Ja, Nature Fund, ganz viel dynamischen Agroforst. Frau Lofnia, Kiribaum, Lofnbaum, habt ihr da mal was mitgemacht? Ändern wir. Geht schnell oder nicht? Nein, nicht auf unserem Boden. Ach, das hängt auch vom Boden ab. Ne? Der ist 6 Jahre alt und ist immer noch so. Ja, das habe ich auch schon gehört, aber ich habe auch welche gesehen, die richtig abgehen, also auch in Österreich. Norddeutschland ist schwierig, wir haben zu wenig Sonnenstunden. Gut, aber hier in Kroatien, erste Jahr, zweite, dritte, vierte. Das ist ein gutes Holz, ne? Gerade für den Baum, weil das ist ein sehr leichtes Holz, was super Dämmeigenschaften hat. Für Verarbeitung gibt es trotzdem gute Stabilität. Ne? Gut, ja, die Esskastanie nochmal. Agroforst und Holzgas ist ein spezielles Thema. Sepp Braus ist auch einer der Pioniere in der Euro-Region.
Und ja, der Sepp macht eigentlich fast alles gut. Ne? Das ist einfach toll. Ne? Und er ist im Bioland Präsidium und er sagt immer, wenn er den Mund aufmacht, dann sind die schon alle auf. Ja, Therapeuta, Holzkohle mit rein, Wiederbelebung des ländlichen Raums. Und jetzt, das ist so halbwegs Abschluss jetzt. So könnte es aussehen, dass halt hier der so ein neues Dorf gemacht wird mit vielen kleinen Gemüsebaubetrieben, die zusammenarbeiten, ne? Also die Marktgärtner rein in Zusammenarbeit, nicht dass einer sich quält und die Vermarktung nicht hinkriegt, sondern dass da 50, 60, 70 Betriebe sind, die gemeinsam professionell vermarkten in der Stadt, dort einen Laden haben zum Beispiel, frische Sachen haben, den Kunden zeigen, was sie machen. Da dann genug Leute, ja, 150 bis 200, wenn sonst niemand in der Gegend wohnt. Und da dann halt auch regenerative Landwirtschaft, Agroforst. Und das ist hier so mein Typ, Waldgarten, weil ich habe ein Stück Wald und da ist Kiefermonokultur. Und ich schlage halt da Lichtung rein und so. Und dann bringe ich halt auch mehr Vielfalt rein und so. Ich gucke das dann andersrum als ihr. Und ja, so kann man halt viele Wege gehen. Gut, dann will ich hier mal, achso, das ist noch wichtig, Charles Dowdy hat über Jahrzehnte belegt, dass also auch im Gartenbau das Umgraben keinerlei Vorteile hat, aber viele Nachteile. Und er hat rausgebracht über die Jahrzehnte, wie man es macht. Allerdings endlos viele Videos, da muss man mal genau gucken, was er da gerade macht. Aber toll. Und ja, den Caption hatte ich genannt, diese Bücher, wie gesagt, das demnächst den Bauern schenken oder halt mal ein Video in YouTube geben. Also mein YouTube-Kanal ist komplett Mainstream-tauglich, da habe ich keine wilden Geschichten da. Ich war ernsthaft auf einer Bogentagung, da waren dann welche von diesen Dreckzeitleuten, Coca-Cola. Was, so was Giftiges? Ah, die Spritzen. Das war ernst, ja. Ich kann es nicht fassen. Das ist noch klasse hier, Family Back Alone aus dem Film Tomorrow. Und das kommt jetzt im Sommer auf Deutsch raus. Ja, das ist richtig klasse. Und die haben halt gesehen, auf 1000 Quadratmeter Mikrobildfläche kann ich 40.000, 50.000 Euro erwirtschaften, ist aber volle Arbeitsstelle. Mein Modell für Landwirtschaft ist, Hälfte des Tages Gartenbau und dann eher mal Schreibtischarbeit oder was anderes, dass man mehrere Tätigkeiten hat. Also wir haben heute die einen, die quälen sich körperlich tot und die anderen, die quälen sich heute da den Tag. Und das kann man prima kombinieren, was ich mache. Ich mache selber ein Stück Agroforst, ich habe einen Waldgarten in Entwicklung und Permakultur drin. Und das ist richtig klasse und ich bin echt froh, wenn ich dann so nach zwei, drei Stunden beim Wald arbeiten und dann wieder an den Schreibtisch schreiben. Jo. Und das ist hier auch für kommerziellen Erfolg ganz wichtig. The Market Gardener ist ein Klassiker im Englischsprachigen jetzt. Ganz viele junge Leute gehen jetzt los und machen das. Bio-Gemüse erfolgreich direkt vormachen. Der sagt auch, mit was man am besten Geld verdient und so weiter. IG gesunder Wald, ganz viele tolle Materialien, auch gerne mit und nochmal so eine Übersicht über die verschiedenen Themen. Und zum Abschluss grüne Erde, absolut machbar, profitabel für die, die die Arbeit machen. Heißt, die die Arbeit machen, müssen auch dafür sorgen, dass es sowas gibt. Ne? Ja, und das ist halt Lebensgrundlage. Humus aufbauen, Löschplateau, Armut, Dürre, Migration. Wohlstand, Reversmigration, ne, da wo sowas gemacht wird, die Leute kommen zurück aus der Stadt. Ne. Klimaausgleich, da kann man Klima wirklich ausgleichen. CO2 ist ein Nebenthema, spielt schon eine gewisse Klimarolle, aber ist ein Nebenthema. Hauptthema Wasserdampf, Verdunstung, Wolkenbildung und so weiter. Und es ist wissenschaftlich sowas auch eindeutig. Steht auch in den IPCC-Berichten drin im Detail, ne, aber in den Zusammenfassungen halt nicht mehr. Also es ist ein politisches Narrativ da und kommerziell, da werden hunderte von Milliarden mit verdient. Und ich habe es langsam satt.
Wenn man sagt, dass das Klima wird von Wasser und Wasserdampf gemacht, ist man ein Klimaleugner. Verdrehte Welt. Und na klar, kann man durch Bodenaufbau, kann man das regeln, auch für die Leute, die da in diesem Glaubenssystem sind, sagt man ja, regenerative Landschaft regelt das sowieso. Es könnte nicht zu knapp werden. Ne, was macht ihr da? Ne, wir brauchen uns jetzt hier nicht irgendwie alles zu verbieten und Leute da irgendwie im Städte einsperren, da mit geringem Auslauf, da irgendwie Leine, 15 Minuten Leine. Ja, zum Glück ist halt, gibt es viele, viele gute Wege. Ich hoffe, das hat es gezeigt. Und das ist so da, ja, jetzt die letzte Folie. Und ja, ich danke euch, dass ihr hier seid und mitgemacht habt. Und ich habe gesehen, dass es euch interessiert, sonst wäre es jetzt deutlich kürzer geworden. Und ja, damit vielen Dank.